Einen schönen guten Morgen. Wunderschön, wie viele hier pünktlich im Saal sind. Es hat sich aber bewährt, dass wir 9.30 Uhr sagen. Ich denke, viele von Ihnen haben es genossen, vielleicht auch noch etwas länger zu schlafen oder länger zu frühstücken. Und die Gespräche, die ja auch heute Nacht ziemlich lang gingen, um mich noch vielleicht fortzusetzen. Ich würde gerne den heutigen Morgen nochmal mit dem ganz, ganz herzlichen Dank an die Firma Blau beginnen, dass sie uns hier tontechnisch so wahnsinnig gut betreut hat und ja auch das Ganze videotechnisch mitschneidet. Eigentlich hatten wir angekündigt, dass wir heute Morgen nochmal unser Internet-Versuchsprojekt mit Slido fortsetzen. Das hat nämlich ja nichts mit der Firma Blau zu tun. Die hat alles versucht, sozusagen hier das Netz ein bisschen stabiler zu kriegen. Es scheint stabil zu sein, aber wir haben gesagt, wir wagen es heute jetzt nicht mehr. Wir haben ja genügend neue Formate dieses Jahr hier eingeführt. Von daher freuen Sie sich auf nächstes Jahr. Dann gibt es nächstes Jahr nochmal andere Formate. So. Heute beschließen wir unsere diesjährige Geschichtsmesse mit einem Podium heute Morgen, das sich mit einer Frage beschäftigt, die uns wahrscheinlich alle umtreibt. Wo steht denn die Zukunft der Aufarbeitung heute in 5 Jahren? Ich freue mich sehr, dass wir ein sehr vielfältiges Podium haben zusammenstellen können. Eingeleitet wird es durch einen Impulsvortrag von Maria Behring. Sie ist Abteilungsleiterin Erinnerungskultur bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Das anschließende Podium wird Ihnen moderiert von unserem Moderator Sven Felix Kellerhoff. Er ist leitender Redakteur bei Weltgeschichte, wie Sie ja auch hier lesen können. So, in diesem Sinne würde ich sagen, Frau Behring, das Mikrofon und die Bühne ist Ihre. Meine sehr verehrten Damen und Herren, geschätzte Podiumsteilnehmerinnen und Podiumsteilnehmer, mehr als ein Jahr ist vergangen seit der russische Angriffskrieg in der Ukraine nach mehr als 75 Friedensjahren in Europa eine Zeitenwende heraufbeschworen hat. Das Thema durchzog ja auch schon die Geschichtsmesse in vielen Varianten. Neben den militärischen, politischen und humanitären Fragen, die sich unmittelbar aufdrängen, muss auch unser Verständnis der Aufarbeitung der Vergangenheit reflektiert werden. Und welcher Ort wäre dafür passender als die Geschichtsmesse? Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Krieg in der Ukraine und der Aufarbeitung der kommunistischen Diktaturen SPZ und DDR und darüber hinaus in weiteren Staaten Ost- und Mittelosteuropas? Wie können wir in diesem Zusammenhang gleichzeitig die NS-Terrorherrschaft, den Massenmord an den europäischen Juden und den rasseideologischen Vernichtungskrieg Deutschlands gegen die Sowjetunion im Blick behalten? Der staatliche Missbrauch von Geschichte und Kultur ist in einer Dimension zurückgekehrt, die wir vermutlich alle im 21. Jahrhundert für ausgeschlossen gehalten haben. Nicht unähnlich der nationalsozialistischen Propaganda werden von Russland teils absurde, teils diffamierende historisch-kulturelle Argumente vorgetragen, um den Krieg zu legitimieren. Und auch die Bildsprache, die wir da sehen, ähnelt sich in geradezu brutaler Form. Die Behauptung, es ging um eine Entnazifizierung der Ukraine oder um die Abwehr einer westlich moralisch verdorbenen Kultur und Lebensweise oder um die Bewahrung des reinen russisch-orthodoxen Christentums gegen westlichen Satanismus, machen uns in Teilen genauso sprach wie hilflos. Selbst von den Machenschaften jüdischer Antisemiten in Kiew war die Rede. Nicht nur aufhorchen lässt uns eine jüngste Äußerung des Tschetschenenführers Ramzan Kadyrov, der mit einer erneuten Stationierung russischer Besatzungstruppen in Ostdeutschland droht. Warum eigentlich nur Ostdeutschland, habe ich mich dann gefragt. Nach Ankündigung der Leopard-Panzerlieferung hat der Propagandasender Russia Today vorhergesagt, dass Deutschland nun bald auch Gaskammern in die Ukraine liefern werde, wohl um darin Russen zu ermorden. Solche Geschichtspropaganda erscheint uns zunächst lächerlich absurd, verfehlt aber ihre Wirkung bei den so Angesprochenen nicht. Wir müssen ihr nicht nur in jedem Einzelfall offensiv entgegentreten, wo immer wir dafür Gelegenheit haben, sondern wir müssen sie immer im Zusammenhang mit der dahinterstehenden politischen Motivation analysieren. Wie gefährlich solche bewussten Verfälschungen der Geschichte sein können, wird deutlich,
wenn man sich vor Augen hält, dass nach wie vor offensichtlich signifikante Teile der russischen Bevölkerung den Krieg in der Ukraine befürworten. Entsprechenden Hinweise zur serbischen Bevölkerung hörten wir gestern auf einem Podium. Verkürzte und verzerrte Wahrnehmung der Geschichte bis hin zur Mythenbildung gab und gibt es jedoch auch in Deutschland. Vielfach ausgeschmückte Versionen der Grundaussage, es war doch nicht alles schlecht, prägten insbesondere den Familiendiskurs nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch nach der Überwindung der SED-Diktatur durch die friedliche Revolution. In der Verbreitung einer veröffentlichten Meinung kommt den sozialen Medien eine beschleunigende und verstärkende Wirkung zu, weil sie zwar einerseits eine niedrigschwellige Partizipation und Vernetzung ermöglichen, andererseits aber auch die Verbreitung von Desinformation bis hin zu Hetze und Verunglimpfung erleichtern und der Propaganda leider auch noch zu oft eine Plattform bieten. Für den Zusammenhalt einer Gesellschaft aber ist es wichtig, ein gemeinsames Verständnis an dieser Stelle von Wahrheit und Lüge zu haben. Fake News und Propaganda sind heutzutage ernstzunehmende Themen. Längst können wir sie nicht mehr als nebensächlich abwerten. Wissenschaft und Forschung haben bei der Auseinandersetzung mit diesem Phänomen zentrale Bedeutung. Sie schaffen und vermitteln im Idealfall das historische und politische Wissen sowie die Medienkompetenz, damit der Einfluss von Geschichtslügen und Desinformation zurückgedrängt wird und unsere gesellschaftlichen Grundlagen nicht zu erodieren beginnen. Eine moderne und zeitgemäße Erinnerungskultur kann hierzu ganz erheblich beitragen. Sie kann Resilienz gegen Fake News sowie gegen Bedrohungen für Frieden, Demokratie und Rechtsstaat fördern, indem sie nicht nur an die dunkelsten Kapitel der deutschen Vergangenheit erinnert, sondern beispielsweise auch das Auftreten mutiger Persönlichkeiten gegen autoritäre Strukturen und ihr Engagement für Pluralismus, Meinungs- und Pressefreiheit thematisiert. Damit zeigen wir, dass es letztlich an jedem Einzelnen liegt, unsere Werte zu leben und zu verteidigen. Auf diese Weise kann die Erinnerungskultur die zivilgesellschaftlichen Fundamente, ohne die keine Demokratie leben kann, nachhaltig stärken. Sie kann aber auch integrieren und Gemeinschaft stiften, indem sie die Erfahrungen und Perspektiven möglichst vieler Menschen, die in Deutschland leben, einbezieht. Dies gilt aktuell auch gerade für jene Menschen, die infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine nach Deutschland geflohen sind. Gerade sie müssen wir ermutigen, uns von ihren Erfahrungen und Erlebnissen zu berichten und so zu zeigen, dass Krieg, Gewalt, Terror und Zerstörung eben nichts ist, was die Menschheit hinter sich gelassen hätte, sondern vielmehr eine reale Bedrohung, der wir als Gesellschaft geschlossen entgegentreten müssen. Vielleicht unsere wichtigsten Errungenschaften: Freiheit und Demokratie. Sie werden weltweit und sogar in Europa verstärkt in Frage gestellt. Die Erinnerungskultur kann dazu beitragen, demokratiegefährdende Strömungen entgegenzutreten. Unsere gemeinsame europäische Demokratiegeschichte ist auch unsere gemeinsame Freiheitsgeschichte. Diesem Thema wollen wir uns intensiv zuwenden, denn es kann wichtige positive Impulse setzen und das gesellschaftliche Zusammenleben stärken. Demokratisches Engagement braucht historische Vorbilder, die zeigen, dass auch einzelne Menschen etwas bewirken können. Stille Heldinnen und Helden und laute Heldinnen und Helden, wir brauchen sie alle. Es gilt ebenso sehr, die Perspektive nicht auf einzelne Orte und Ereignisse zu verengen, sondern einen mindestens europaweiten Blick auf ein langfristiges, zeitliches Kontinuum zu richten. Für die Erinnerungskultur in Deutschland bedeutet das beispielsweise, die Geschichte und die Folgen der NS-Besatzungs- und Gewaltherrschaft in Europa in Deutschland präsenter zu machen. Das Deutsche Historische Museum hat hier bereits auf unsere Bitte hin ein Konzept erarbeitet, das derzeit im Deutschen Bundestag erörtert wird. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine zeigt, wie wichtig historische Bildung und ein gemeinsames Erinnern über Ländergrenzen hinweg insgesamt sind. Putin versucht, ein Geschichtsbild zu verbreiten, indem er eine Kontinuitätslinie vom Kampf der Roten Armee gegen die NS-Gewaltherrschaft zum gegenwärtigen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die souveräne Ukraine zieht. Die historische Auseinandersetzung ist und bleibt das einzige überzeugende Instrument, um solchen wirkmächtigen Propagandalügen zu widerstehen und ihnen den Nährboden zu entziehen.
Gerade in den Reaktionen auf den russischen Krieg gegen die Ukraine zeigt sich, dass in Europa sehr unterschiedliche erinnerungskulturelle Traditionen und etablierte Sichtweisen auf die Geschichte bestehen, die das politische Handeln, aber vor allem auch den öffentlichen Diskurs darüber maßgeblich beeinflussen. Es ist daher von großer Bedeutung, die öffentliche Selbstreflexion innerhalb der verschiedenen Länder ebenso wie den gegenseitigen Austausch zwischen den Ländern über diesen unterschiedlichen historisch bedingten Perspektiven auf die Gegenwart zu fördern und zu intensivieren. Nur aus der gegenseitigen Kenntnis der verschiedenen Perspektiven auf die Geschichte können unterschiedliche Zugänge und Zugriffe auf die Herausforderungen der Gegenwart nachvollzogen und im gemeinsamen Austausch diskutiert und abgestimmt werden. Nationalgeschichte und Nationalgeschichten waren in vielen Ländern schon immer von zentraler Bedeutung. Die eine gesamteuropäische Geschichte kann es aufgrund der disparaten Erinnerungen per Definition wohl kaum geben. Wohl aber einen gemeinsamen Raum, in dem unterschiedliche Perspektiven zusammengebracht und miteinander verflochten werden. Lassen Sie mich versuchen, einige Thesen zur Aufarbeitung und Vermittlung der Geschichte der kommunistischen Diktaturen zu formulieren. Aufarbeitung soll dazu beitragen, die Gesellschaft vor dem schlüpfrigen Grund der Desinformation und der Fake News zu bewahren und sie zu ermutigen, mit dem Wissen um die Vergangenheit eigene Vorstellungen von der Zukunft zu entwickeln. Aufarbeitung braucht dabei die Unterstützung der historischen Wissenschaft sowie der Archive und sie sucht den Bezug zu den authentischen Orten staatlichen Unrechts. Aufarbeitung fokussiert zuallererst die Opfer. Sie begleitet und fundiert das Gedenken an diejenigen, die der Willkür in unterschiedlichem Ausmaß zum Opfer fielen. Aufarbeitung muss nach historischer Wahrhaftigkeit streben, wenn sie redlich sein will. Aufarbeitung kann aber auch schmerzhaft und desillusionierend sein. Die Lektüre von Stasi-Akten hat manch bittere Realität zutage gebracht. Der Fortgang der Forschung lässt neben den grellen Schwarz-Weiß-Malereien von Tätern und Opfern immer deutlicher auch die vielfältigen Schattierungen von Grau sichtbar werden. Diese Ambivalenz und Widersprüchlichkeit gilt es auszuhalten und nötigenfalls auch gegen Widerstand zu vertreten. Aufarbeitung darf nicht gefällig sein und gängige Mythen kultivieren, sondern sie muss klar bekennen, was dem Stand von Forschung und Erkenntnis entspricht. Sie darf nicht in Ritualen erstarren. Nur so wird sie der Würde und dem Gedanken der Opfer gerecht. Nur so kann sie dazu beitragen, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu bewahren und zu festigen. Der Ukraine-Krieg hat uns dramatisch vor Augen geführt, wie gefährdet ein demokratischer Staat sein kann und wie sehr unsere Werte und unsere Art zu leben aktiven Schutz brauchen. Er macht zugleich deutlich, dass der Blick nicht auf die kommunistische Diktatur verengt werden kann und eine europäische Perspektive einnehmen muss. Für dieses Bewusstsein der weitaus meisten Menschen in Deutschland leistet die konsequente Aufarbeitung der NS-Terrorherrschaft und der kommunistischen Diktatur einen unverzichtbaren Beitrag. Sie schärft die Sinne, um staatliches Unrecht zu erkennen. Sie schützt davor, sich von Propaganda einfangen zu lassen. Und sie kann motivieren, sich aktiv für ein freies und demokratisches Miteinander zu engagieren. Darin liegt am Ende die Chance der aktuellen Zeitenwende. Sie zwingt uns dazu, tradierte Denkmuster und Fokussierung aufzubrechen und zu überwinden. Der Wandel durch Annäherung an das russische Regime ist bitter gescheitert. Die Frage bleibt, was wären die Alternativen gewesen? Wir adressieren in der Gedenkstättenarbeit gerne die jüngere Generation. Diejenigen, die ihre Schulzeit in der DDR durchlaufen haben, also gerade nicht zu dieser jüngeren Generation gehören, haben in der Regel in der Schule mehr oder weniger begeistert Russisch gelernt. Sie wurden auf die deutsch-sowjetische Freundschaft eingeschworen. Und natürlich haben sich Freundschaften, ja auch Liebschaften zwischen Deutschen und Sowjetbürgern entwickelt, unabhängig von der übergestülpten Ideologie. Für die älteren Westdeutschen und vor allem für Westberlinerinnen und Westberliner hingegen war der Russe das Feindbild schlechthin. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs haben sich beide Gruppen nicht nur im vereinten Deutschland wiedergefunden, sondern hier haben eben auch ihr Bild von der Sowjetunion, von Russland, aus jeweils unterschiedlicher Perspektive neu justiert.
Beide Gruppen stehen vor dem jeweils eigenen Scherbenhaufen. In der Theorie wissen wir, dass nur der Dialog und nicht das Übereinander und aneinander vorbeireden ein gesamtgesellschaftliches Miteinander schaffen kann. Wir sollten also einander zuhören und dafür in unseren Einrichtungen der Erinnerungskultur kontinuierlich und immer wieder Raum geben. Die Bundesstiftung Aufarbeitung hat diesen Diskurs an unterschiedlichen Themen unter die Überschrift »Wir müssen darüber reden« gestellt. Wie wahr? Die aktuelle politische Lage macht dramatisch und für jeden deutlich, wo der Unterschied zwischen freiheitlich-demokratischen Rechtsstaaten und einem autoritären, imperialistischen Unrechtsstaat liegt. Wir haben viel zu verlieren und wir sollten bereit sein, es zu verteidigen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Behring, für diesen ja, inspirierenden, aber auch herausfordernden Impulsvortrag. Wir werden die Gelegenheit haben, das zu diskutieren. Ich hoffe, ich bin einigermaßen verständlich. Ich darf jetzt die Teilnehmer des Podiums auf selbiges bitten, während hier ein wenig umgebaut wird und wir uns dann hinsetzen werden und wir gleich in eine Diskussion mit einem großen Podium eintreten. Und ich hoffe, genau... Hier sehe ich alle auf dem Weg, wunderbar. Die Kollegen nehmen gerade das Pult weg, sehr schön, da können wir uns setzen. Meine Damen und Herren, wir haben von Frau Behring ein herausforderndes Potpourri im positiven Sinne zum gegenwärtigen Stand und zur weiteren Entwicklung der Aufarbeitung bekommen. Und ich möchte das diskutieren mit meinen Gästen hier auf dem Podium, die ich Ihnen gleich im Anschluss vorstellen werde ein wenig. Grundsätzlich aber gilt, die friedliche Revolution in der DDR, in Polen, in der damaligen Tschechoslowakei und so weiter, in den anderen Staaten Mitteleuropas, Ostmitteleuropas, auch Südosteuropas, liegt inzwischen fast 34 Jahre zurück oder hat vor fast 34 Jahren begonnen. Also es liegt eine ganze Generation zurück. Mehr als 30 Jahre lang ist also inzwischen in Deutschland, zumindest in Deutschland, aufgearbeitet worden. Dieses Wort benutzen wir ja mangels einer besseren Alternative, den Begriff der Vergangenheitsbewältigung, der nach 1945 in Westdeutschland üblich war. Den haben wir schon ausgesondert, weil er nun völlig untauglich ist. Aber wir wissen auch alle um die Schwierigkeiten des Begriffs aufarbeiten. Und auch in den anderen ehemals kommunistischen Diktaturen in Mittel- und Ostmitteleuropa, auch Südosteuropas, wird in unterschiedlichem Umfange inzwischen aufgearbeitet. Dass es nicht überall so weit ist wie in Deutschland, haben wir zum Beispiel am Donnerstagabend von Frau Breuer zum Thema Bulgarien ja gehört. Wir wollen heute und jetzt zum Abschluss dieser 15. Geschichtsmesse in Suhl jedoch keine Zwischenbilanz dieses Prozesses ziehen. Das haben wir die ganzen zweieinhalb Tage schon getan, sondern wir wollen sozusagen weiterfragen, wir wollen in die Zukunft blicken. Und dafür haben Sie uns, Frau Behring, einen wunderbaren Vorlauf oder eine Vorlage gegeben. Dafür vielen Dank. Deshalb beschränke ich mich jetzt im Moment darauf, bevor wir dann inhaltlich werden, ganz kurz das Podium vorzustellen. Und ich habe mir gedacht, ich stelle die Gäste vor, nach der räumlichen Entfernung, die Sie zurücklegen mussten, um hierher zu kommen, und zwar von Ihrem Hauptarbeitsplatz, denn nicht alle sind von Ihren möglicherweise außerhalb Deutschlands gelegenen Orten hierher zugekommen. Und aus Georgien stammt und damit wohl die weiteste Entfernung, wenn ich das mit meinem beschränkten geografischen Verständnis richtig einschätze, Anna-Margit Schwall. Ich wusste, dass ich mich in dem Moment verknote in der Zunge. Anna Mark W. Laschwili. Und Sie haben freundlicherweise gesagt, ich dürfe Frau Anna sagen, weil das in Georgien üblich sei. Ich versuche es doch noch einigermaßen hinzubekommen, aber bitte schon jetzt um Dispens, wenn es mir nicht gelingt. Sie sind aus Tiflis. Sie vertreten in Tiflis oder sind Teil und ganz wesentlicher Teil in Tiflis einer NGO, mit dem Namen Soviet Past Research Laboratory und das ist SOFLAB abgekürzt. Wir werden darüber sprechen, was Sie damit machen. Sie haben mir gesagt, das hat so ein bisschen was, damit wir uns das schon mal vorstellen können, in Richtung georgisches Memorial. Memorial kennen wir alle und das ist natürlich auch ein Anknüpfungspunkt
über den wir heute sprechen werden. Zu meiner Rechten sitzt aus Albanien, nämlich aus Tirana, kommt im Moment allerdings aus Frankfurt, genau wie Sie aus Görlitz gekommen sind, Dr. Junila Gurdule. Sie sind Journalistin, Journalismusprofessorin inzwischen, waren in den 90er Jahren, also als ganz junge Frau, aktive Journalistin in Ihrem Heimatland, haben in diesen wilden Jahren der 90er, wie Sie vorhin mir gesagt haben, die Freiheit, die sich plötzlich ergab, genutzt, haben dann aber festgestellt, dass es vielleicht doch noch wichtiger ist, Journalisten auszubilden, haben in Deutschland studiert, sprechen heute perfekt Deutsch, sind sehr engagiert, sind jetzt auch Dozentin oder Professorin an einem eigenen Institut in Tirana und sind für ihre Leistungen in der Aufarbeitung im vergangenen Jahr auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden und sind jetzt zu uns gekommen und werden vielleicht einerseits die Perspektive eines in Deutschland zu Unrecht etwas unterbelichteten Landes aus Ostmittel oder in diesem Fall dann aus Südosteuropa beleuchten und vielleicht andererseits unsere Perspektive erweitern, dadurch, dass Sie von außen auf Deutschland draufschauen. Guten Morgen, Frau Gurdule. Wenn ich richtig liege, ist die nächste Entfernung Köln. Und das heißt dann Professor Ralf Jessen, Universität Köln. Ich glaube, ich kenne Sie länger, als Sie mich kennen, denn ich war auf der anderen Seite des Institutsganges, von dem Sie Ihr Büro hatten. Sie waren Hochschulassistent und ich glaube Habilitant. Ich war Erstsemester. Aber nicht in Köln, sondern in Berlin. In Berlin, an der Freien Universität, absolut richtig. Und Sie sind schon seit einigen Jahren sehr stark engagiert, auch bei der Bundesstiftung, sind in wissenschaftlichen Beiräten, engagieren sich zu Themen, die die Bundesstiftung betreibt. Also zum Beispiel ist eines Ihrer Themen die ostdeutsche Hochschullehrerlandschaft, sage ich mal. Aber Sie haben auch vieles andere gemacht. Sie haben über Polizei geforscht. Sie haben sich grundsätzlich auseinandergesetzt mit Zeitgeschichte als Streitgeschichte und Sie haben verschiedentlich zeitlich gestaffelt Bilanzen der DDR-Aufarbeitung gezogen. Und das ist natürlich etwas, was wir heute auch brauchen, wenn wir sozusagen ausgehend von einem gegenwärtigen Stand fragen, wie kann sich die Aufarbeitung in Zukunft entwickeln. Herzlich willkommen. Etwas weniger weit als Köln ist das Grenzlandmuseum Schifflersgrund. Und dort, von dort kommt Christian Stöber zu uns. Herzlich willkommen. Sie sind der Leiter dieses Grenzlandmuseums, das ja einen Teil, einen erhaltenen Teil an einer sehr spektakulären Stelle der innerdeutschen Grenze behandelt, an der auch einiges geschehen ist. Ein Museum, das relativ bald nach dem Fall der Mauer so als Privatinitiative eingerichtet worden ist und dann schrittweise professionalisiert worden ist. Und wir werden sicherlich von Ihnen einiges Interessante aus Aspekten oder aus Sichtweisen, Perspektiven erfahren, die wir als die überwiegend aus Berlin schauenden und vielleicht schon etwas älteren oder aus anderen Großstädten wie Köln, ich möchte jetzt nichts gegen Köln sagen, vielleicht so nicht haben, nämlich einerseits die jüngere Perspektive und andererseits die Perspektive vom Lande. Herzlich willkommen. Und wie ich aus Berlin gekommen ist, wenn ich richtig informiert bin, Frau Menzel, Miriam Menzel. Frau Menzel ist hier ausgewiesen, das sehen Sie auf, auf der Anzeige, mit einer doppelten Zugehörigkeit. Das hat damit zu tun, dass Sie, glaube ich, zum 1. März gewechselt sind von der Kooperative Berlin zur Alfred Landegger Foundation. Eigentlich sind Sie eingeladen als eine in Sachen Geschichtsvermittlung gerade für jüngeres Publikum. Erfahrene Kollegin, Sie haben ja auch auf der letzten Geschichtsmesse, bei der ich nicht anwesend sein konnte, wohl interessante Projekte dazu vorgestellt. Darüber werden wir sicherlich reden müssen, wenn wir über Aufarbeitung für die Zukunft reden. Was sind die Publika, wie ändern sich die Interessen der Publika? Wo müssen wir vielleicht Rücksicht auf sie nehmen und wo ist vorauseilender Gehorsam oder vorauseilender Anpassung an die vermeintlichen Interessen des jungen Publikums, vielleicht sogar kontraproduktiv. Jetzt sind Sie allerdings bei der Alfred Landegger Foundation, das ist ja eine relativ junge, ich glaube 2019 gegründete,
mit sehr viel Geld ausgestattete Privatstiftung, die sich schwerpunktmäßig um NS-Aufarbeitung, aber auch grundsätzlich um Auseinandersetzung mit deutscher Zeitgeschichte und den Verwerfungen und Zäsuren und den fürchterlichen Verbrechen deutscher Zeitgeschichte im 20. Jahrhundert beschäftigt. Also ich glaube, da können Sie unsere Diskussion ganz wesentlich bereichern. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Frau Behring ist von Sabine Kuder schon vorgestellt worden, aber ich sage noch mal kurz Abteilungsleiterung Erinnerungskultur. Also BKM ist ja auf der Bundesebene zusammen mit den mehr aufs Geld geben konzentrierten Abteilungen des BMBF diejenige Institution, die für die Themen, die wir hier verhandeln, wahrscheinlich auch am wichtigsten ist. Es ist natürlich dann immer auch die Frage, wenn ich einen kleinen Kieselstein sozusagen werfen darf, ist es eigentlich immer von Vorteil, wenn die staatliche Ebene sich in Aufarbeitung nach vorne schiebt, will ich gar nicht mal sagen, immer stärker wird, oder ist das dadurch vielleicht erzwungene Zurückweichen der Zivilgesellschaft, zivilgesellschaftlicher Institutionen, für die viele von Ihnen hier stehen, vielleicht auch kontraproduktiv? Das werden wir vielleicht diskutieren können. Aber zu Beginn möchte ich mit einem Wort, das Frau Behring am Ende ihres Vortrages verwendet hat. Und ich frage Professor Jessen, denn Sie sind von uns derjenige, der am intensivsten schon vor 1989 sich mit dem Thema Geschichte, Zeitgeschichte, Umgang damit beschäftigt hat. Der Begriff Zeitenwende ist gefallen. Ich will jetzt nicht die sicherheitspolitische Ebene ansprechen. Das soll Olaf Scholz tun, das ist nicht unser Thema. Aber Zeitenwende, gilt das auch für die Aufarbeitung? Ist das ein geeigneter Begriff für das, was wir hier gerade erleben, oder führt uns das möglicherweise durch die viel zu hohe Aufhängung des Ganzen in die Irre? Ja, das war ja im Grunde genommen die Perspektive, die Frau Behring uns vorgestellt hat jetzt. So habe ich es jedenfalls verstanden. Als ich mitnotiert hatte, Ihren Vortrag, hatte ich mir als erstes Catchword geschrieben, Zeitenwende, Aufarbeitung. Darunter könnte man es zusammenfassen. Sie haben ja, denke ich, einige eindrucksvolle und, glaube ich, auch wirklich wichtige Beobachtungen zusammengetragen und daraus Perspektiven entwickelt, wie jetzt diese gegenwärtigen Entwicklungen uns dazu drängen, auch anders auf die Vergangenheit zu schauen und die Bedeutung, die diese Vergangenheit für unsere Gegenwart und Zukunft hat. Insbesondere wenn es darum geht, Geschichtsmythen, Geschichtslegenden zurückzuweisen, die jetzt bei der Legitimation dieses Krieges eine große Rolle spielen. Da würde ich Ihnen sofort zustimmen, und insofern stehen wir alle unter der Notwendigkeit, diese Gegenwartsentwicklung nicht nur wahrzunehmen, sondern sehr aufmerksam zu beobachten und mit Argumenten dagegen zu halten, wenn Geschichte hier in einer Weise instrumentalisiert wird, die verhängnisvoll sein kann. Also insofern ja, aber ich würde auch ein wenig zur Vorsicht mahnen. Ich meine, die Perspektiven, die wir in die Vergangenheit, oder die Perspektiven, aus denen wir in die Vergangenheit schauen, haben immer etwas mit unserer Gegenwart zu tun. Insofern ist das grundsätzlich keine neue Entwicklung, sondern diese Blickrichtungen, die Fragen, die wir an die Vergangenheit richten, sind immer auch beeinflusst durch unsere jeweilige Gegenwart. Andererseits gehen sie darin nicht auf, unsere Blicke in die Vergangenheit. Und man muss ja ein wenig aufpassen, dass wir nicht unter dem jetzt kurzfristigen Eindruck, dem Eindruck dieser gegenwärtigen Erschütterungen, zu verengt diese Vergangenheit nur unter dieser Perspektive sehen. Da sehe ich auch ein gewisses Risiko, solch einen Präsentismus einziehen zu lassen in unsere Geschichtsbilder und auch in das, was wir unter diesem schwierigen Wort der Aufarbeitung zusammenfassen. Also insofern kriegen Sie natürlich eine klassische Historiker-Antwort, nämlich eine Sowohl-als-auch-Antwort. Aber ich glaube, anders wird es nicht gehen, wenn wir einerseits tatsächlich auf diese hochgradig gefährliche Instrumentalisierung von Vergangenheitsbildern und Geschichtsnarrativen adäquat reagieren wollen. Das war, glaube ich, Ihr Anliegen, was ich sehr teile. Wenn wir aber andererseits die Komplexität dieser Vergangenheit nicht aus den Augen verlieren wollen, die eben nicht aufgeht in der Art und Weise, wie sie heute instrumentalisiert wird. Also insofern
das bisschen sowohl als auch muss sein. Das darf auch sein. Wir behaupten ja nicht, dass wir hier die einfachen Antworten liefern könnten, sondern wir können immer nur Anstöße zum Nachdenken geben. Frau Golode, Sie haben mehrere verschiedene Perspektiven. Sie haben einerseits die Perspektive, dass Sie als junge Journalistin damals in den 90er Jahren ganz intensiv in Ihrem eigenen Land einen solchen Zeitenwendeprozess mitgemacht haben. Sie sind jetzt als Forscherin, als Journalismusforscherin, aber natürlich auch als Aufarbeiterin zurzeit gerade in Deutschland, gucken Sie sich die deutsche Diskussion an. Was für ein Gefühl haben Sie, wenn Sie die Diskussion hören? Zeitenwende auch in der Aufarbeitung, führt uns das weiter? Ist das eine Geisterdiskussion? Wie würden Sie es einschätzen? Ist an. Ja, solche Sorgen würden wir auch gerne haben. In Albanien. Aber Spaß beiseite. Für uns ist, was jetzt in der Ukraine passiert, die Aggression und alles, auch nicht also es war nicht, dass wir das, man kann nicht sagen, dass das unerwartbar war oder das hat uns nicht überrascht. Vor allem, ich komme aus einem Land, wo die Aufarbeitung, so das schöne deutsche Wort, also die Diktaturbewältigung würde ich benutzen, also da wir auch Herr Baberowski hier haben, das finde ich richtiger in diesem Kontext. Ich komme aus einem Land, wo diese Diktaturbewältigung nicht stattgefunden hat. Und wir sind jetzt nur an Anfang. Wir sind am Anfang. Wir haben schon vor 10 Jahren den ersten Schritt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Albanien gemacht. Das war die erste Stiftung, die überhaupt, oder die erste Institution, die überhaupt wirklich auch klar gemacht hat, warum das so wichtig ist und dass man sich mit der Vergangenheit beschäftigt auf der zivilgesellschaftlichen Ebene. Von staatlicher Seite, das ist ein Thema, die bis jetzt wirklich, ja, wie soll ich sagen, es gab nie eine politische Wille nach der Wende oder gab bei uns eine Wende. Es gab keine wirkliche Wende in der Hinsicht, dass die alten politischen Eliten wirklich über Nacht zu den neuen demokratischen Eliten sich erklärt haben. Also blieben sie in der Macht weiter. Natürlich unter schönen Parteinamen, die klangen sehr demokratisch. So nach 1991, bei uns war 2 Jahre später, kam diese sogenannte Wende und diese Transition. Damals war ich, wie Sie zu Recht sagen, eine junge Journalistin, Anfang der 90er bis 97. Dachte man, innerhalb von den ersten 10 Jahren, von einer Dekade, ist der ganze Kommunismus, diese ganze Erbe, die wir hatten, schon aufgearbeitet. Und wir würden dann demokratisch sein und die Gesellschaft demokratischer sein, von einem Jahr zu anderen. Also das ist leider nicht passiert. Auch in 30 Jahren müssen wir feststellen, dass natürlich nicht gleich ist wie in den 90ern. Klar, es gibt auch viele Entwicklungen in dem Land, aber das Thema Diktaturbewältigung hat nicht stattgefunden, wie ich sagte, einerseits, weil keine politische Wille gab, andererseits, weil die Gesellschaft selber vergessen hat diesen Weg gewählt, irgendwie zu vergessen, so wie sie 45 Jahre lang, da müssen wir, ich weiß nicht, in dem Saal, ich nehme an, die meisten in diesem Saal, die hier sitzen, kennen Albaniens Geschichte nicht wirklich. Man redet über DDR und Kommunismus in der DDR, aber das hat überhaupt nicht mit dem Stalinismus, was wir erlebt haben. Es war ein total stalinistisches Regime in Albanien, 45 Jahre lang und eine Repression, die sich über mehrere Generationen ausbreitete. Und ich war mal hier, wir waren mit Thomas Schrappel vor einigen Jahren in Berlin unterwegs zu
zu verschiedenen Institutionen und hatten auch einen politisch Verfolgten bei uns in der Gruppe. Wir waren so Aufarbeiter, also Experten, aber hatten einen politisch Verfolgten und wir gingen von einer Institution zur anderen, wir tauschten uns aus, wie war hier die Diktatur, wie war in Albanien und ich weiß noch, wie dann mit der Zeit die Gruppe irgendwie die Stimmen leise wurden, weil man hörte, man sah wirklich deutlich, wie unterschiedlich unsere Diktaturerfahrungen waren. Unser politisch Verfolgter, den wir in der Gruppe hatten, hatte 17 Jahre saß 17 Jahre im Gefängnis, danach noch bis 1991 im Lager, also im Internierungslager, also sein ganzes Leben von 17 Jahre alt bis zur Wende hatte er nur im Gefängnis und hier trafen wir auf Leute, die auch gelitten hatten in der Diktatur, aber ich meine, es ist auch nicht richtig, das jetzt zu messen an Gefängnisjahre. Also, eine Diktatur ist eine Diktatur, aber es war wirklich erstaunlich wenig für diese politisch Verfolgten, den wir dabei hatten. Und das zeigt einfach, dass unsere Erfahrungen sind total anders. Und ich bin jetzt vielleicht aus dem Thema ein bisschen weit gegangen. Es ist nur, ja, über Albanien zu reden in ein Auditorium, wo man das Land nicht so kennt und die Verfolgung damals, die politische Verfolgung nicht kennt, ist auch schwierig, heute zu verstehen, das, was ich sage. Warum in Albanien es gab keine Diktaturbewältigung, weil einerseits die Eliten das nicht wollten und nicht wollen bis heute und andererseits die Gesellschaft, da es eine kleine Gesellschaft ist, eine kleine Bevölkerung Anzahl ist, war auch in 45 Jahren eine Diktatur, die 45 Jahre dauert, bedeutet, dass erstmal durch die Repression aber danach haben sich die Menschen gewöhnt an diese Diktatur, haben die Augen geschlossen, die Ohren geschlossen und den Mund geschlossen, um nichts zu sagen, nicht zu sehen, nicht zu hören, was in der Nähe geschah. Es gab keinen Ort in Albanien, keine Stadt, wo es kein Internierungslager oder Gefängnis gab. Das heißt, die waren diese Tausende, aber Tausende Leute, die politisch verfolgt wurden, waren nicht auf dem Mars, sondern in Albanien, in diesem kleinen Land. Und so hat die Bevölkerung wirklich über die Jahrzehnte als eine Mitläufergesellschaft sich entwickelt. Und das ist natürlich schwierig nach den 90er Jahren dann und auch bis heute das zuzugeben, dass man dabei war. Und ich kann vielleicht später noch was sagen, ja, aber was mir aufgefallen ist in dem Vortrag von Frau Behring, die Aufarbeitung auf die Opfer. Also die Aufarbeitung sollte weiterhin auf die Opfer. Ich glaube, das war die Perspektive, die wir in Albanien, unsere Aufarbeitung in Albanien, das muss ich mal sagen, das ist aus Deutschland so importiert worden. So, wir haben das deutsche Modell bekommen oder gewählt, weil es leichter war für die Politiker in Albanien. Das deutsche Modell, wo wirklich auf die Opfer fokussiert ist, aber nicht auf die Täter. Aber das ist ein Thema, das können wir vielleicht später. Das heißt, wir reden über die Opfer, die immer noch nicht bis heute, nach 30 Jahren, eine materielle Entschädigung bekommen haben. Nur ein Viertel dessen. Und wir reden nicht über die Täter in Albanien, die ihre Renten, ihr Leben mit den Enkelkindern und alles bis heute noch genießen. Man lässt sie in Ruhe, man redet nicht über die Täter. Und ich glaube, das ist problematisch von der Sicht meiner Gesellschaft und was in Albanien hätte passieren müssen. Man hätte über Opfer natürlich, aber man hätte sie, nicht nur die materielle Entschädigung, aber man hätte vieles für die gemacht, dass die Gesellschaft sie respektiert. Mhm. Und dass sie wirklich, und dann aber mehr auf die Täter. Und das ist etwas, was, wir reden ja an sich auch alles, was wir heute machen, es geht um die Täter, ja. Es geht, wir werden das mit den Tätern am besten. Es geht um einen Krieg und es geht um Opfer, aber auch um Täter. Ja. Und deswegen finde ich das Thema auch wichtig. Ja. Ja. Wichtig ist.
Wichtig ist natürlich, dass wir Perspektiven anderer Länder, zum Beispiel Albanien, zum Beispiel gleich Georgien, auch als Folie sozusagen benutzen, wenn wir unsere eigenen Probleme, unsere eigenen Ziele, unsere eigenen Ansätze auch vielleicht, wenn wir da mal Bilanz ziehen wollten, was wir heute Morgen explizit so nicht tun wollen, machen wollen, dass wir die anderen Erfahrungen einbeziehen. Deshalb bin ich Ihnen sehr dankbar für diese Schilderung, die ja in der Tat, sind dann die deutschen Erfahrungen schon vergleichsweise positiv mit dem, was Sie geschildert haben aus Albanien. Ich wollte jetzt fragen, Frau Anna, immer wenn ich es versuche, verknote ich mir die Zunge. Bei Ihnen in Georgien ist es noch eine andere Situation. Sie erleben nicht nur, haben Sie mir erzählt, eine Situation, in der die Aufarbeitung unbefriedigend ist, in der SoftLab quasi die einzige Institution ist, die so etwas tut. Nein, im Augenblick haben Sie sogar für einen Staat, der nicht Russland ist, eine ausgesprochen gefährliche Entwicklung. Können Sie uns da kurz was sagen? Ja, ist das ja okay. Also momentan, ich saß hier diese zwei Tage und habe diese super interessante Diskussionen so mitgehört und habe gedacht, oh Gott, wann erreicht Georgien diese, nur sozusagen, weil wir momentan gleichzeitig, beobachtet, wie sogenannte Agentengesetz in Georgien gerade diskutiert und verabschiedet wird. Also es ist nicht bis Ende, aber gestern war schon erste Lesung im Parlament und es gibt natürlich Protest und SoftLab, die einzige in dem der Sinne, dass sie so kontinuierlich sich mit dem Thema befasst. Natürlich gibt es auch andere Organisationen, die in Georgien so Aufarbeitung und verschiedene Projekte durchführen, die mit Aufarbeitung verbunden sind, aber wir haben vor 13 Jahren SoftLab gegründet, weil eben die Aufarbeitung nie eine staatliche Aufgabe, ein staatlicher Auftrag geworden ist und diese einzelnen fragmentarischen Versuche reichen überhaupt nicht aus. Und wir haben angefangen damals mit der Unterstützung von deutschen politischen Stiftungen, die in Georgien sehr aktiv vertreten sind und SoftLab immer so unterstützt haben, aber nicht nur, eigentlich so immer ausländische Stiftungen. Das heißt, die Organisation, das ist eine nichtstaatliche Organisation und ich denke, in diesen 13 Jahren hat diese kleine Organisation wirklich viel erreicht. Wir haben die Opferinterviews gesammelt, fast 300, und also diese Stimmen kamen durch diese Interviews irgendwie in gesellschaftliche Diskussion und Familienarchiven und Fotos, digitalisieren Dokumente, weil Archivsituation ist in Georgien auch nicht ganz einfach. Ich kann nicht sagen, dass es geschlossen ist, das ist eigentlich offen, aber sehr bürokratisch, nicht forschungsfreundlich, würde ich sagen, also Atmosphäre. Könnten Sie dem Publikum denn nochmal sagen, Sie haben eben den Begriff, wir haben das tatsächlich schon an einem der Abenden oder irgendwann besprochen oder heute Morgen. Ich glaube, im Publikum wissen nicht allzu viele, was das Agentengesetz ist. Und selbst wir beide, Anna, als wir heute also diese Anna Kaminski, als wir heute Morgen drüber sprachen, war ich zwar schon weiter, weil ich schon mit dieser Frau Anna gesprochen hatte, aber auch da war noch dieses Missverständnis natürlich, das ich vorher auch hatte, dass es eigentlich ein völlig anderes Gesetz war. Was ist das georgische Agentengesetz, das gerade im Gesetzwerdungsprozess bei Ihnen in Tiflis ist? Das ist eigentlich irgendwie die Zusammenfassung von zwei russischen Agentengesetzen, also angefangen im 2012 hat Russland das erste Gesetz verabschiedet damals und dann haben die das noch präzisiert. Und jetzt haben die irgendeine Gruppe initiiert und das ist so eine Zusammenfassung und das bedeutet, dass alle freie gesellschaftliche Organisationen, darunter auch SoftLab und Medienorganisationen, die über 20% vom Ausland finanziert werden und wir sind 100% von Ausland finanziert, uns als Agenten registrieren, als Agenten der ausländischen
ja, Interesseagenten registrieren. Und wenn wir das nicht machen, dann kommt erst die geldliche Strafe, was wir natürlich nicht zahlen können. Und wenn wir das nicht zahlen, dann wird auch die strafrechtliche Verfolgung diskutiert. Ja, und ja, das Problem ist, nicht nur Solab ist betroffen, natürlich ganze zivilgesellschaftliche Organisationen, die in den letzten 30 Jahren irgendwie wirklich mit Hilfe von ausländischen Stiftungen irgendwie aufgebaut wurden. Und das sind die Organisationen, die, es geht nicht nur um Geschichtsaufarbeitung oder Sowjetgeschichte, was noch andere Sache ist und ziemlich so ein Diskomfort zur Regierung momentan. Die wollen überhaupt nicht über diese Geschichte reden. Also das passt jetzt überhaupt nicht mehr. Aber das sind die Organisationen, die auch im sozialen Wesen aktiv sind, mit behinderten Kindern arbeiten oder mit Frauen, die so Familiengewalt erlebt haben oder so mit verschiedenen kleinen Gruppen, die vom Staat keine Unterstützung bekommen und umgekehrt, also irgendwie manchmal auch, ja, nicht angegriffen, aber so Probleme eben mit staatlichen Behörden haben, ja. Und da gibt es diese Organisation, die so freie rechtliche Beratung leisten oder diese Menschen im Gericht vertreten und so weiter und so fort. Wenn man so ein Gesetz verabschiedet in so einer kleinen Gesellschaft wie in Georgien und so, ja, da ist in erster Linie die Bevölkerung betroffen, also wirklich, weil zum Beispiel unsere Organisation hat ein kleines Haus in einem ostgeorgischen Dorf gekauft vor Jahren. Unterstützt hat uns Brot für die Welt, so eine deutsche Organisation, also, und wir haben dort so Community-Zentrum eröffnet, weil in Dörfern überhaupt nichts passiert. Die nicht formelle Bildung, politische Bildung, Zivilbildung ist nicht zugänglich, also alles ist in der Hauptstadt und das ist total dezentralisiert und die Jugend hat keine Möglichkeit, sich zu entwickeln und so weiter. Und deshalb diese kleinen Zentren sind wie so Freiheitsinseln überall. Und die sind nicht viel, ganz wenig. Ja? Und dort bekommen die Kinder jetzt verschiedene Workshops, arbeiten dort oder Animationsstudio und so. Also wenn ich jetzt mich nicht als Agentin registriere, ich meine, ist die Organisation, irgendwann mal wird das beschlagnahmt. Ja, das heißt, diese Kinder, die Dorfkinder bleiben ohne diese Möglichkeit, etwas zu lernen und sich zu entwickeln und so. Also, damit es verständlich ist, es geht nicht nur um Aufarbeitung der Sowjetgeschichte, nicht, dass jetzt Sovlab so angegriffen wird, sondern allgemein Zivilgesellschaft, weil Sovlab hatte eigene Probleme mit der Regierung immer, weil es, wie gesagt, nie so eine staatliche Aufgabe war, die Geschichte, Sowjetgeschichte zu verarbeiten. Und als wir das angefangen haben, viele hatten so ein bisschen Probleme damit, weil auch in Georgien wird über Täter überhaupt nicht gesprochen. Also, aber auch Opferstimmen kommen ganz selten irgendwie in Öffentlichkeit. Ja. Und deshalb sind diese Interviews sehr wichtig, weil wir durch YouTube-Channel und so verschiedene Sozialmedien die Interviews zur Verfügung stellen, damit die Menschen das wirklich verstehen, worum es ging. Also bei Ihnen ist sozusagen eine andere Form von Zeiten, wenn wir kreisen jetzt ja ein bisschen um dieses Stichwort, das Sie uns dankenswerterweise hingeworfen haben, mit dem wir ja auch einiges anstellen können, um uns klar zu werden darüber, was wichtig und was vielleicht weniger wichtig ist. Das ist ja der Sinn solcher Diskussionen. Also eine andere Form von Zeitenwende, die Sie auch, wenn ich das noch mit einer Nachfrage verbinden darf, mit der Bitte um kurze Antwort, an den Rand der Existenz Ihrer Arbeit, ja, noch vielleicht nicht an den Rand der physischen Existenz, wie das natürlich jahrzehntelang in der Diktatur in Albanien war, wie das in der Diktatur in Georgien war, wie das selbstverständlich auch in der DDR sein konnte. Aber das führt Sie möglicherweise, diese Zeitenwende, zumindest an den Rand der Existenz Ihrer Institution. Ja, zivilgesellschaftlichen Institutionen allgemein und Eurointegration. Also das ist sehr wichtig, weil dieses Gesetz ist nicht in Ordnung. Also alle unsere Partnerorganisationen, ich meine unsere jetzt Georgien, ja, haben gesagt, das ist nicht okay. Also man kann nicht so ein Gesetz, Agentengesetz verabschieden und die Menschen, also Volksfeinde und Agenten jetzt nochmal diese Geschichte wiederholen, weil wir sind ja nicht so starke Demokratie. Ja. Unsere Institutionen sind schwach und das kann total missbraucht werden.
Ja, dieses Gefahr besteht doch. Ja, es ist nicht Deutschland, wo alles, also irgendwie mehr, nicht alles, sogar hier nicht. Ja, also und dort kann es total missbraucht werden. Und diese Organisationen kämpfen jetzt wirklich, protestieren, demonstrieren. Und ich weiß nicht. Und machen es einfach mal außerhalb von Georgien, zum Beispiel hier, ja, bekannt. Ja, das versuchen die natürlich auch. Und deshalb, ich denke, jetzt darf diese Gruppe, die zivilgesellschaftliche Organisationen, die mit diesem Gesetz angegriffen, also beschädigt werden, dürfen nicht im Stich gelassen werden. Also das ist wirklich jetzt Kampf, ob Georgien zu Europa kommt irgendwie und diese demokratischen Werte durchsetzt oder wieder auf russische Orbite zurückkehrt. Und das wäre für mich und für meine Generation eine Tragödie, auch persönlich. Das Wort Generation ist gefallen und das Wort Generation nutze ich jetzt sozusagen als Aufschlag für die beiden außen sitzenden Gäste, die ich sag mal, erkennbar deutlich jünger sind als zum Beispiel der Moderator. Ich habe jetzt nicht nach Ihrem Geburtsjahrgang gefragt, Herr Stöber, aber tatsächlich nochmal die Frage, ausgehend von dem Begriff Zeitenwende natürlich, wenn Sie schauen, jetzt tatsächlich mal nicht mit dem Auge des Landeis, wie Sie es, glaube ich, vorhin auch mal gesagt haben, sondern mit der, des kürzlich sozusagen in diese Funktion, glaube ich, gekommenen, noch nicht so furchtbar lang, korrigieren Sie mich bitte. Und natürlich mit der Perspektive, das auf 10, 20, vielleicht 25 Jahre zu machen, diese Arbeit. Also es in eine neue Zeit zu bringen, eine Zeit, in der es nur noch sehr wenige Zeitzeugen der Ereignisse, zumindest der Ereignisse aus den 60er, 70er Jahren geben wird, in der früheren sowieso, das sind ja heute schon wenige. Was für eine Empfindung haben Sie im Lichte Ihrer Arbeit, Ihres Umgangs damit mit so einem Begriff wie Zeitenwende? Ist das für Sie die richtige Terminologie oder ist das eine Terminologie, die Sie befremdet? Wie gehen Sie damit um? Ja, ich halte es ein bisschen wie Herr Jessen. Also als Historiker bin ich da erstmal sehr vorsichtig. Ist auch schwer abzuschätzen. Also ich würde es vielleicht erstmal ganz persönlich beginnen. Im Frühjahr letzten Jahres, als die Bilder vom Kriegsausbruch der Ukraine kamen, hatte ich die Bilder verfolgt, wie viele andere auch im Saal mit meiner Frau und meinen Kindern und hatten uns dann relativ schnell dazu entschlossen, dann auch bei uns zwei junge Frauen aus Sumy aufzunehmen. Der Kontakt ist dann entstanden über private, zivilgesellschaftliche Kontakte. In Sumy gab es im Frühjahr letzten Jahres eine Massenevakuierung, vor allen Dingen von jungen Frauen und zwei Tage später bei uns am Küchentisch saßen dann Irina und Maria und man hatte gefühlt so ein bisschen, auch wenn es nicht vergleichbar ist mit deren Schicksal, den Krieg am Küchentisch und hat dann mit seinen Kindern, die in der ersten Klasse sind oder noch im Kindergarten, Diskussionen mit Ukrainerinnen zusammen über Krieg. Das war für Wochen vorher noch völlig unvorstellbar. Und ich glaube, das ist, was man jetzt noch gar nicht abschätzen kann, was das mit unserer Generation macht. Also wir sind ja, ich bin Jahrgang 87, aber zwar in der DDR geboren, aber ja, überhaupt keine bewussten Erinnerungen daran. Die einzige Bedrohungssituation, die vielleicht meine Generation mal hatte, das war die Zeit um 9/11 und so internationaler Terrorismus, als das kam. Aber jetzt in den letzten Jahren bis zum Ausbruch des Ukraine-Kriegs eigentlich Gefühl der Sicherheit, von Wohlstand, von Stabilität und das ist was vollkommen Neues und es ist ja völlig unabsehbar, wie sich die ganze Lage da noch entwickelt, deswegen maße ich mir da keine Prognosen zu. Das wird sicherlich die Arbeit von allen beeinflussen, schärft die Sinne für das Wesentliche, was uns sicherlich da alle vereint, dann nochmal auch da nicht neutral zu bleiben in dieser Frage, also wenige Tage danach, seitdem bis zum heutigen Tage, haben wir dann auch die Ukraine-Flagge bei uns am Haus geflaggt, am Grenzmuseum, um da im wahrsten Sinne des Wortes Flagge zu zeigen. Aber es kommt, glaube ich, vieles anderes noch dazu. Also es ist nicht nur der Krieg, wir leben in Zeit an der Digitalisierung, das ist jetzt auch keine Zukunftsfrage mehr. Wenn man mal die ganzen Projektpräsentationen ankommt, ist das ja längst in der Vermittlungsarbeit angekommen und es ist ein sehr dynamischer Prozess. Ein demografischer Wandel ist im Gang, wo ich gerade aus dem ländlichen Raum
da große Herausforderungen auf uns zukommen sehe. Und dann natürlich eine neue Generation und sicherlich da aber auch, muss man ja im Plural sprechen, also es gibt nicht die neue Generation, die ist sehr vielgestaltig, sehr vielstimmig, aber was uns sicherlich da vereint, dass man vielleicht diese Person in sich nicht vereint, gleichzeitig öffentliche Zeitzeuge zu sein und sozusagen Wissenschaftler. Also ich glaube, da haben wir nicht so einen ganz schweren Rucksack wie die Vorgängergeneration, der wiegt nicht so schwer, da können wir vielleicht ein bisschen befreiter an die Sache herangehen mit ganz neuen Perspektiven und Fragestellungen. Da ist, glaube ich, viel im Gange, weil gerade, und das betrifft unser Haus auch, viele Einrichtungen, Initiativen, Vereine im Umbruch sind, dass diese Aufbaugeneration, die mit viel ehrenamtlichem Engagement, diese zivilgesellschaftliche Erinnerungskultur, die gerade auch in Thüringen sehr weit verbreitet ist, getragen hat, jetzt am Kippen ist und viele Aufgaben, die da 20, 25 Jahre im Ehrenamt geleistet worden, jetzt übertragen werden auf hauptamtliche junge Mitarbeiter, die im Gegensatz zu den Leuten, die das vorher gemacht haben, eine wissenschaftliche Qualifikation haben, also dieser Professionalisierungsprozess, das sieht man weithin. Und dann kommt bei mir halt nochmal vielleicht eine Besonderheit dazu. Also wenn Herr Babarowski gestern davon gesprochen hat, dass er auf dem Land aufgewachsen ist, also eine 20.000 Einwohnerstadt, das ist für mich eine Großstadtbiografie. Da, wo ich lebe, das ist jenseits und auch arbeite, das ist jenseits von Universitäten, von Forschungseinrichtungen, von akademischen Zentren, von elaborierten Gesprächskreisen. Oder in dem anderen Bild vom Freitagabend zu bleiben, wenn hier der Berg ist. Also ich bin nicht im Tal, ich bin im tiefen Tal. Aber das ist gar nicht wertend gemeint. Das ist faktisch, das sind die Rahmenbedingungen. Das hat auch viele Chancen. Also da, wo wir sind, da ist ja auch Bedarf da an politischer Bildung, an Aufarbeitung. Und das betrifft ja nicht nur allein uns als Haus, sondern das ist ja fast ein Spezifikum aller Grenzmuseen in Deutschland, die ja alle sehr peripher liegen, obwohl sie in der Mitte des Deutschlands ja liegen. Aber da eine große Chance liegt, weil es dort zwischen Ost und West auch sehr viele gemeinsame Erfahrungen gibt, also Stichwort Transformation zum Beispiel, da habe ich bei uns den Eindruck, da gibt es sehr viele Schnittmengen zwischen Ost und West und ich glaube, dass man das auch als Chance sehen kann und gerade dann auch nach den Gemeinsamkeiten suchen kann und nicht immer nur diese Diskussion um das Trennende führt. Das waren jetzt andeutungsweise einige Perspektiven, da ist vieles im Umbruch. Und gerade im ländlichen Raum dann nochmal bestimmt ganz besondere Forderungen, die mit den Bedingungen in Erfurt, Berlin nicht gleichzusetzen sind, weil es da sowas wie ein Milieu, das auch die ganzen Debatten, die hier auf diesem Berg bei uns geführt werden, nicht kennt und das auch ein ganz anderes Vokabular hat. Also der Begriff Transformation, der ist auf dem Dorf, der ist auf dem Land vollkommen fremd, damit kann man nichts anfangen. Da, auch wenn hier der Begriff gescheut wird von allen, da redet man von Wende, das hat sich einfach so eingebürgert. Und das vielleicht in Ansätzen, um zu erklären, dass es ein ganz anderes Arbeitsumfeld ist und Zeitenwende vielleicht ja in Verbindung mit anderen Prozessen und dynamischen Entwicklungen. Vielen Dank. Das war sozusagen eine Perspektive. Es sind immer nur Facetten, die wir hier ansprechen können. Wir können natürlich niemals zu definitiven Ergebnissen kommen, selbst wenn wir nicht explizit sowohl als auch oder so formulieren, wie Sie, Herr Jessen, sehr schön gesagt haben. Frau Menzel, wenn ich Sie jetzt mal nicht ansprechen darf im Hinblick auf die sicherlich auch vorhandene persönliche Engagiertheit, sondern als Fachfrau für das Herankommen an junge Publika. Das, was Herr Stöber eben gesagt hat, sehr schön beschrieben hat aus seiner persönlichen Erfahrung, wie ich finde. Wie sehen Sie das? Sie arbeiten in diesem Teil Ihrer Arbeit, jetzt in Zukunft vielleicht nicht mehr so stark, sehr stark mit Schülern, mit ganz jungen Leuten zusammen. Trifft diese Perspektive, die Herr Stöber angerissen hat, auch diese Publika oder ist das nochmal noch eine zusätzliche Ebene, die Sie da reinbringen? Also ist es nochmal anders bei Ihnen? Haben wir dann noch eine weitere Ebene? Genau, vielleicht crashe ich noch mal ganz kurz Ihre Frage und weil mich der Begriff der Zeitenwende auch ein bisschen beschäftigt, aber ich komme dann, auch gerne noch mal auf, wie sagen wir, Zielgruppen, ne, junge Zielgruppen. Ich arbeite auch nicht nur mit SchülerInnen. Ich mache gleich noch mal einen Einwurf dazu, aber Zeitenwende, also wie mein geschätzter Nachbar würde ich auch sagen, sowohl als auch, also ich bin sehr dankbar für diesen Begriff, wenn man sich an ihm reiben kann. Ich finde, es ist eine sehr deutsche Perspektive, es hat viele, viele Wenden für viele Menschen, die auch mittlerweile zu unserer Gesellschaft
gehören gegeben. Wir hatten schon Geflüchtete, die an Küchentischen gesessen haben, lange vor 2022. Also einfach das nochmal aufzufüllen. Aber ich bin sehr dankbar für diesen Begriff, weil, mein Vorredner hat es auch gerade beschrieben, wir eine lange Zeit, wir meine ich jetzt wirklich auch MultiplikatorInnen, BildnerInnen, ein bisschen schläfrig waren. Und ich habe heute Begriffe gehört, die zum Beispiel auch für die Alfred Landecker Foundation wieder gelten. Wir wollen etwas verteidigen. Wir haben etwas zu verlieren. Und das ist uns bewusster als noch lange Zeit. Also ich bin in einer ähnlichen Generation aufgewachsen wie mein Vorredner. Wir haben uns lange sehr sicher gefühlt. Für uns war ganz klar, Europa wird sich immer erweitern. Diese Idee trägt total für alle. Und deswegen brauchen wir solche Begriffe, um eine neue Ernsthaftigkeit wieder reinzubringen, um Dinge wieder zu beleben, um die Schätze, die mit so einer Institution wie Bundesstiftung Aufarbeitung unsere zwei Kolleginnen sozusagen mit der Außenperspektive schildern es uns auch. Wir merken aber auch, das deutsche Modell trägt nicht. Ich bin sehr dankbar auch für diesen Begriff. Wir haben lange geredet und anderen sozusagen was teilen wollen. Jetzt ist auch die Zeit, wieder zuzuhören. Genau, das vielleicht als kurzen Einschub. Und vielleicht mag das Publikum ja auch gerne noch eigene Einschätzungen dann gleich mit reingeben. Was jetzt Ihre Frage nach jungen Zielgruppen geht, und da komme ich auch noch mal so ein bisschen zur Zeitenwende, das hat auch mein Vorredner schon gesagt, wir befinden uns im permanenten Wandel. Also und Digitalisierung ist eines der größten Felder, mit denen ich mich beschäftige. Und leider spitzen wir es immer zu auf junge Zielgruppen. Eigentlich ist das ein Raum für uns alle. Wir alle sind betroffen von Desinformation, von Hass. Zugleich wissen wir, dass junge Zielgruppen, das haben wir auch letztes Jahr auf der Geschichtsmesse betroffen, viel, viel mehr mit Hass konfrontiert sind, weil sie sich einfach 8, 10, 12 Stunden täglich online aufhalten. Und kurz gefasst sind es Räume, die wir bespielen müssen, meiner Meinung nach. Das kann heute TikTok sein, das kann heute TikTok sein, selbst wenn es EU oder gerade, weil das EU-Parlament sagt, wir müssen da raus. Der Raum wird immer gefährlicher und dann kann es trotzdem sein, dass wir so Entscheidungen treffen müssen, diese Plattform verstehen zu müssen. Ich wollte auch noch mal so reingeben, eine Frage, die mich beschäftigt hat, auch in die Zukunft gerichtet und dann können Sie ja noch mal Nachfragen stellen. Oder vielleicht schauen Sie sich auch noch mal um. Ich habe mir auch so gedacht, wer müsste hier eigentlich noch sein? Also wir hatten letztes Jahr zum Beispiel eine Person, die TikTok bespielt und Reichweiten erzielt. Das Thema hatten wir gestern auch schon mal, die wir alle zusammen nicht erzielen. Also das ist nur eine junge Person, medial affin, die diese Plattformsprachen spricht. Und da sind wir noch gar nicht beim Thema Vielfalt. Also wir haben jetzt oft schon über Alter gesprochen, aber wir sind doch alle auch noch sehr weiß, die wir hier sitzen. Also das vielleicht auch nochmal, das ist, glaube ich, auch eine große, große Aufgabe für die Zukunft. Also wir haben hier einen ganz tollen Raum, eine ganz tolle Veranstaltung. Wir kriegen das ja auch gespiegelt. Auch mein Vorredner hat gesagt, vor 15 Jahren war das Digitale noch was Hochaufregendes. Da sind wir schon richtig gut geworden. Also diese Vielfalt an Formaten, die wir bespielen, aber es gibt noch viel Neues und Weiteres, was wir hier eigentlich reinholen müssten und könnten. Vielen Dank, Frau Menzel. Frau Behring, Sie haben jetzt 5 ganz verschiedene, auch ganz natürlich von verschiedenen Menschen, ganz verschiedene aufgenommene Reflexe, sage ich mal, auf Ihren Impuls gehört. Wenn ich jetzt sozusagen nach dem Gegenreflex fragen darf, nicht im Sinne von Konfrontation, sondern im Sinne von gemeinsam vielleicht in neue Wegrichtungen gehen und 1, 2 Schritte sich beschleunigt fühlen. Was nehmen Sie aus dieser ersten Runde nach Ihrem Impuls mit? Ja, vielen Dank für die Reaktion. Ich sage jetzt mal, dafür ist ja auch ein Impuls da. Nicht, dass alle ihn abnicken, absolut, sondern dass er Anregung gibt, zu sagen, nee, sehe ich ein bisschen anders oder sehe ich differenzierter. Ich will vielleicht mal einen kleinen Schlenker noch mal machen. Sie sagten vorhin so schön, ist eigentlich hier die BKM die richtige Adresse, um überhaupt bei Erinnerungskultur mitzuwirken oder bei Aufarbeitung. Ich sage mal, wir haben ja einen föderalen Staat. Das heißt, die Kulturheit liegt eigentlich bei den Ländern. Eigentlich, sage ich mal, könnten wir uns elegant zurückziehen und sagen, macht mal halt. Wir sind natürlich immer dann gefragt, wenn es um gesamtstaatliche Verantwortung geht oder um über Pilotprojekte neue Ideen anzustacheln, ne? Oder neue Formate auf den Weg zu bringen etc. Die Grundhaltung dessen, wie wir Aufarbeitung und Erinnerungskultur unterstützen, ist eigentlich Rahmenbedingungen zu stellen. Wir sind eigentlich nicht unterwegs und sagen, ihr müsst genau dieses oder jenes machen. Wir sind also auch nicht unterwegs und sagen, um Himmels Willen, bitte keine Täterperspektive. Gleichwohl denke ich, dass es einfach unsere emotionale Hinwendung zu Menschen, unser soziales unsere soziale Einstellung bedingt, dass wir zunächst mal von den Opfern aus die Aufarbeitung betrachten. So, also deshalb, das ist mir ganz wichtig, dass die BKM nicht sagt, ihr müsst genau dieses oder jenes tun, sondern
wir stellen die Rahmenbedingungen dar. Wir stellen die Rahmenbedingungen entweder durch Bundeseinrichtungen dar, dann sind sie in der Regel auf gesetzlicher Grundlage gegründet. Da gibt es natürlich einen politisch motivierten Auftrag, der sich dahinter verbirgt. Auch die Bundesstiftung arbeitet auf gesetzlicher Grundlage. Sie hat ein Eigenkapital, aber sie wird natürlich großteils durch den Bund finanziert. Also gibt es natürlich auch ein Interesse zu gucken, machen Sie eigentlich das, was in dem gesetzlichen Auftrag drinsteht. So, aber der ist hoffentlich so breit formuliert, dass da Platz ist für ganz viel Entwicklung. So, und jetzt bin ich dabei zu sagen, was sind denn die Entwicklungen? Also wir haben, wie gesagt, die Bundesstiftung, wir haben das Haus der Geschichte, wir haben das Deutsche Historische Museum, also wir haben eine Reihe von Einrichtungen. Und wir haben eine Reihe von Einrichtungen, die auf ländergesetzlicher Grundlage arbeiten, wo wir mitwirken. Das sind dann in der Regel die großen Gedenkstiftungen Niedersachsen, Bayern, Buchenwald. Also das sind so die Adressen, wo wir dann mitwirken. Aber eben dann zusammen ganz in enger Abstimmung mit den Ländern. Und die Frage ergibt sich ja, ob dieser Rahmen irgendwo einengt. Und das wäre mir wichtig, dass wir da auch aus den Kreisen immer wieder Signale bekommen, zu hören, das engt ein. Wenn das so ist, dann müssen wir unser Handeln überprüfen. Das soll nicht sozusagen die Handlungsleitlinie sein, sondern dann müssen wir schauen, was läuft da irgendwie an der Stelle falsch. Das ist nicht irgendwie der Punkt, über den wir reden wollen. Die Frage, wie regional ist Erinnerungskultur und wie international ist sie? Natürlich ist es eine Schande, wie wenig wir im Allgemeinen über Albanien oder bestimmte Herausforderungen in Georgien jetzt hier am Tisch wissen. Gleichwohl zeigt es unsere Erfahrung, jedenfalls so, wie es uns aus vielen Jugendprojekten geschildert wird, dass wir Jugendliche oft dann besonders gut erreichen, wenn wir sie sehr lokal ansprechen. Es ist eben sehr abstrakt, über Zwangsarbeit in der NS-Diktatur zu hören, ja, war wohl schlimm, oder ob es der Bäcker um die Ecke ist, ob es vielleicht sogar der nun mittlerweile Urgroßvater war oder wie. Und das, glaube ich, ist ein Spagat, über den wir immer wieder reflektieren müssen, dass wir die richtigen Formate und die richtigen Rahmenbedingungen ermöglichen, um genau dieses eben darzustellen. Natürlich wird eine wissenschaftlich forschende Perspektive und die Fokussierung in, weiß ich nicht, Qualifikationsarbeiten etc. eine ganz andere Breite haben können als das Projekt bei Jugend erinnert, wo sich tatsächlich Jugendliche in ihrer Umgebung, in ihrer Wohnnachbarschaft mit Herausforderung der Transformation, der Wende oder eben unmittelbar auch der SED-Diktatur befassen. So, aber diese Breite auch auszuhalten und das immer wieder auszubalancieren. Wie viel Breite, wie viel auch intellektuellen Überbau brauchen wir, damit dann wiederum umgekehrt auch unsere Gedenkstättenarbeit wissenschaftlich fundiert mit sehr guten, im Augenblick auch sehr vielen jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nun wiederum die Rahmenbedingungen machen können, damit Aufarbeitung weitergeht. Zeitenwende, ich glaube, es würde wirklich einen Abend füllen, zu fragen, wie sehr kann man das auch umgekehrt ignorieren, was im Augenblick passiert. Kann ich mich wirklich selber so zurücknehmen, dass ich sage, das betrifft meine Perspektive auf die Vergangenheit nicht? Ich glaube, das geht nur graduell. Und das würde auch in Teilen uns wahrscheinlich in der Auseinandersetzung unglaubwürdig machen, wenn man sagt, ich blende das aus. Also da ein Mittelmaß zu finden, ein angemessenes Maß, um auch gerade, sagen wir, junge Menschen nicht völlig zu überfordern, ne? Also sie in die Verantwortung zu nehmen für Strukturen in Russland jetzt, das überfordert sie auch, ne? Da kann man nur bis zum gewissen Grade mit arbeiten. Also deshalb, das Maß zu finden, glaube ich, ist eine der wesentlichen Voraussetzungen. Mhm. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir sind ja hier im Abschlussplenum und ich halte es bei solchen Veranstaltungen immer für sinnvoll, relativ früh fürs Publikum zu öffnen. Wir wollen das dergestalt machen gleich. Ich werde noch ein oder zwei Fragen stellen und in der Zeit können Sie sich ja Ihre Fragen überlegen. Und das ist nämlich jetzt meine folgende Bitte. Mir dann signalisieren per Handzeichen, dass Sie etwas sagen wollen. Ich bitte Sie, das ist aber das, was Sie von jeder derartigen Veranstaltung kennen, keine Co-Referate zu halten. Kurze Anmerkung oder kurze Frage. Auch Anmerkungen sind erlaubt, selbstverständlich, aber keine Co-Referate, da werde ich unterbrechen. Und ich werde versuchen, eine Rednerliste zu führen, die einigermaßen fair ist. Ich werde sozusagen nonverbal mit Ihnen Kontakt aufnehmen, wenn ich Sie sehe. Also in dem Moment, in dem ich Sie angezwinkert oder Ihnen auf Sie gezeigt habe, wissen Sie, dass ich Sie registriert habe und in einer, mit einer Rednerlistennummer, mit keiner anderen Nummer versehen habe. Jetzt gleich möchte ich Herrn Jessen noch mal etwas fragen. Ich bin in der Vorbereitung auf dieses Podium auf einen Aufsatz von Ihnen gestoßen, von 2010, glaube ich. Ich muss mal kurz gucken, habe ich mir den genauen Titel notiert. Alles schon erforscht. Ein
Aufsatz, ich glaube in APUZ oder, ja, in APUZ war das. Und da haben Sie, das war wohl auch das Ergebnis einer Tagung, in der 2010 Bilanz gezogen wurde von 20 Jahren Aufarbeitung. Und da haben Sie die sehr schöne Formulierung geprägt, die Vergangenheit sei kein Suppentopf, der irgendwann ausgelöffelt ist, sondern sie werde halt einfach nicht leer. Und jetzt möchte ich Sie fragen, jetzt sind wir 2023, 13 Jahre später, wie voll oder wie leer ist denn die Terrine im Augenblick? Und gleichzeitig Ihre Meldung bitte. Ja, also die Terrine bleibt eigentlich immer gleich voll. Das ist ja gerade der Witz daran, dass die Vergangenheit nicht ein für alle Mal erklärt wird oder gedeutet wird oder eben, wenn das sich im erinnerungskulturellen Raum bewegt, aufgearbeitet wird, sondern dass sich unsere Fragen an diese Vergangenheit immer wieder neu justieren und wir immer andere Fragen an diese Vergangenheit haben. Natürlich haben wir bestimmte Gegenstandsbereiche, Themen, Felder, über die wir sehr viel wissen. Und in manchen Bereichen sind wir ja so weit, dass wir immer mehr über immer weniger wissen. Also es wird immer kleinteiliger, immer feiner ziseliert. Und da und dort wird dann auch eine Grenze erreicht, wo man sagt, ja, also da müssen wir nicht auch noch jetzt die letzte Verzweigung oder die letzten Verhältnisse in dem letzten Dorf kennen. Andererseits, das ist ja eben gerade noch mal gesagt worden, der Lokalbezug ist wiederum wichtig, um bestimmte Erkenntnisse zu vermitteln. Und insofern hat es auch sogar sein Gutes, auch im letzten Dorf noch mal genauer hinzuschauen, was Diktatur etwa dort bedeutete. Das ist aber jetzt nicht das Plädoyer, sondern eine endlose Verfeinerung zu betreiben, sondern zu konstatieren ist, dass wir einerseits natürlich immer noch vielfältige Einzelgegenstände haben, über die wir noch nicht genug wissen. Andererseits sortieren sich unsere Fragen immer wieder neu aus der Gegenwartserfahrung heraus. Das war ja im Grunde das Gespräch, was wir jetzt eben schon hatten. Was macht denn der Schock, den wir hier seit einem Jahr verdauen, mit Fragen an die Vergangenheit? Und eine Frage, die eben sich aufdrängt, ist, hat das was mit Kommunismusgeschichte noch zu tun? Was hat es denn mit Kommunismusgeschichte zu tun? Oder ist es eine ganz andere Geschichte, die hier plötzlich wieder wirkmächtig wird, geschichtsmächtig wird? Eine viel längere Geschichte des Imperialen oder dieses russischen Konzeptes von Großmacht etwa. So, solche Fragen stellen sich jetzt angesichts unserer Gegenwartserfahrung, sie stellen sich anders und wir müssen dann anders auf diese Vergangenheit schauen. Insofern ist dieser Suppentopf nicht ausgelöffelt, sondern wir langen sozusagen mit einem anderen Löffel hinein, nicht? Mit einem anderen Instrument beschäftigen wir uns mit dieser vergangenen Wirklichkeit. Oder wenn es darum geht, welche Fernwirkungen hat denn diese Vergangenheit in unsere Gegenwart hinein? Wie wird mit dieser Geschichte umgegangen? Auch das animiert uns ja, wieder neu zu fragen und neu hinzuschauen. Wenn wir sehen, dass jetzt etwa rechtsradikale und rechtspopulistische Akteure sich dieser Geschichte bedienen und eigene Narrative entwickeln oder an etablierte Narrative und Begriffe anknüpfen und sie versuchen, sich anzueignen, auch das sind ja Impulse, die uns dazu bringen, neu zu fragen und anders zu fragen. Oder, glaube ich, ein großes Thema, was noch lange nicht erschöpfend beantwortet ist. Was hat denn diese Erfahrung mit dem Kommunismus im 20. Jahrhundert mit der Geschichte der modernen Welt insgesamt zu tun? Nicht? Eine andere Form von Moderne als die westliche Moderne, aber eben auch ein Teil der Moderne. Was sagt uns das über langfristige, großräumige Entwicklungen, in der diese Vergangenheit ihren Ort hat? Diese Fragen, glaube ich, sind bei weitem noch nicht ausgeschöpft und können uns, so großräumig sie sind, dann auch wieder zu kleinerformatigen Detailperspektiven führen. Letztes Stichwort, dann höre ich auf. Wir leben in einer Einwanderungsgesellschaft und ein immer größerer Anteil der Menschen, die in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern lebt, bringt andere Erfahrungen mit als diejenigen, die seit Generationen hier leben und formuliert andere Interessen auch an diese Vergangenheit. Ist nicht selbstverständlich, in Verbindung zu bringen damit, weil es eine biografische Spur gibt in diese Vergangenheit hinein. Auch dem müssen wir uns stellen, und zwar nicht nur
in einem didaktischen Sinne, dass man jetzt Menschen mit einem Einwanderungshintergrund auch versucht zu interessieren für diese Geschichte im Zentrum Europas, sondern auch, weil durch diese neuen Erfahrungen und anderen Hintergründen auch andere Fragen gestellt werden. Und auch die Frage aufkommt, was hat denn das wiederum mit dem Verhältnis von Nord und Süd zu tun? Diese großen Debatten über Kolonialismus und Postkolonialismus, die viele bewegen, auch die Historiker zunehmend bewegen, könnte man ja auch fragen, hat das für uns ein Anregungspotenzial, wenn wir uns mit der Geschichte des Kommunismus beschäftigen? Und bezogen auf die sowjetische Geschichte sind die Bezüge naheliegend. Man kann das auch als ein koloniales Imperium interpretieren. Und es wird ja gerade gegenwärtig nochmal neu gemacht. Man könnte natürlich auch fragen, gibt es auch diese Perspektive, die fruchtbar zu machen wäre, bezogen etwa auf die DDR-Geschichte. Also kurz, der Suppentopf ist nicht leer. Die Instrumente, mit denen wir da rangehen, ändern sich. Die Fragen ändern sich. Und ich bin da ganz optimistisch, dass das eine spannende Angelegenheit bleibt und eine wichtige Angelegenheit bleibt. Jetzt gucke ich nochmal, bevor ich das Wort ins Plenum gebe, meine anderen Gäste an. Zur Suppentopf-Frage noch ein Kommentar. Herr Stüber, mögen Sie? Ja, also zum einen würde ich dann Herr Jessen zustimmen, gerade so die Verortung der SED-Diktatur, der DDR-Geschichte in den langen Linien. Ich glaube, da ist noch einiges zu bearbeiten. Und ich glaube, das hatte ich gestern in einem Panel auch schon mal gesagt, was ich immer wieder mal, das westdeutsche Bewusstsein schärfen für die eigene Teilungsgeschichte und für den Grenzbezug. Also da gibt es Themenfelder, die sind so naheliegend, die sind aber noch nie richtig beackert worden. Astrid Eckert hat jetzt gerade ein Buch rausgebracht, so ein Randgebiet, Westdeutschland unter eiserner Vorhang, Grenztourismus, Massenphänomen gewesen in den 70er, 80er Jahren, 1,5 Millionen Westdeutsche sind aus den unterschiedlichsten Gründen an die Grenze gereist, Sensationslust, aber auch aufrichtiges Interesse, weil in der DDR Verwandte gewohnt haben. Das wurde gefördert staatlich vom Gesamtdeutschen Institut, von den Landeszentralen. Es gab Broschüren, es gab Videokassetten, Hörbücher, alles Mögliche, aber noch gar nicht so richtig angekommen. Und das ist ein schöner Bezugspunkt eigentlich auch, wie Westdeutschland mit dieser innerdeutschen Grenze auch verknüpft ist. Gibt viele weitere Beispiele. Also ich glaube, ja, da ist viele schon, man darf sich da auch nicht verfangen und verzetteln in diesen ganzen lokalen und Regionalstudien. Aber da würde ich vollkommen zustimmen, noch vieles zu tun. Gut, jetzt wird es zu viel, jetzt müssen Sie nochmal die Hände runternehmen, ich habe Sie jetzt gleich gesehen. Ich frage nochmal, Frau Menzel, möchten Sie noch was sagen oder wollen wir ins Plenum? Gehen wir ruhig mal ins Plenum. Dann ist die erste Wortmeldung, ich gucke die Kolleginnen an, hier zweite Reihe. Der Herr, genau, Sie sind die erste Wortmeldung, die zweite Wortmeldung sind Sie. Eine dritte und vierte habe ich registriert und ich gucke Sie gleich an. Uwe, ich habe dich gesehen, du bist Nummer 5, wenn die Frage gestellt wird. Wie gesagt, gerne kurz konzentriert. Bitte schön, Sie haben das Wort. Martin Patzelt, ich will erst mal einen Satz davor sagen. Ich denke und bin dankbar dafür, dass sich in der Geschichtsmesse und überhaupt in der Arbeit der Stiftung schon lange die Perspektive des Rückblicks auf die DDR verändert hat zur Frage einer offenen oder geschlossenen Gesellschaft. Also das nehme ich so wahr und denke, das ist auch so. Zum Zweiten geht meine Frage an unsere beiden Gäste aus Georgien und aus Albanien. Was können wir eigentlich von Deutschland her tun, um Ihnen in diesem Prozess der Aufarbeitung oder der, wie Sie das genannt haben, Sie zu unterstützen, insbesondere dann, wenn die großen Organisationen gefährdet sind. Was können wir über zivilgesellschaftliche Kontakte, und jetzt denke ich besonders an junge Menschen, weil für die kommt ja auch wieder ein Plus raus. Ich bin ein alter Mann, also da passiert nicht mehr so viel anderes, aber dass junge Menschen in diesem Prozess der Aufarbeitung und der Kommunikation mit diesen Ländern merken, dass wir eine gemeinsame Aufgabe für die Zukunft haben. Vielen Dank. Wir nehmen noch die Frage dazu und dann beantworten wir die ersten beiden. Bitte. Beantworten wir die ersten beiden sozusagen gesammelt. Ja. Frau Belling, hoffentlich tue ich Ihnen jetzt nicht Unrecht. Ich habe Sie vorhin so verstanden, Aufarbeitung zu internationalisieren, hat ein bisschen das Problem, dass natürlich die Leute, die jungen Leute speziell, sich unter dem Bäcker um die Ecke also Besseres oder Konkreteres vorstellen können, als wenn man meinetwegen über Diktatur oder so etwas im internationalen Bereich spricht. Das würde ja bedeuten, dass man also das mit dem internationalen Link bei der Aufarbeitung weiter vernachlässigt. Ich gehöre zu denen, die der Meinung sind, dass Aufarbeitung hier in Deutschland viel zu sehr auf Deutschland und auf Ostdeutschland konzentriert ist.
Seit 33 Jahren reden wir über Stasi-Akten etc. TT. Ich bin der Meinung, man kann das auch so machen, man kann auch jungen Leuten, auch in Deutschland, kann man sehr plastisch beispielsweise vorführen, was es bedeutet für eine, nehmen wir mal eine Frau aus Albanien, da gibt es mehrere Beispiele, die ist mit 13 Jahren verhaftet worden und war dann fast 40 Jahre lang im Gulag. Das sind keine Einzelfälle. Und das kann man so konkret machen, dass sich die jungen Leute auch was drunter vorstellen können. Das kann genauso konkret sein wie das, was der Becker vorträgt, der irgendwann in 90er Jahren aus seiner Stasi-Akte erfahren hat, dass er ein halbes Jahr lang beobachtet wurde. Also, wenn Sie das so meinen, dass man es konkret machen soll, dann ist es eigentlich eine Aufgabe derjenigen, die das machen. Und weil hier von Zeitenwende gesprochen ist, ich glaube, es ist höchste Zeitenwende, dass sich Aufarbeitung in Deutschland, dass sie sich auch internationalisiert und einen internationalen Kontext stellt. Ja? Also wenn ich habe in Vorbereitung auf diese Tagung hier, wo ich als Gast bin, ich bin jetzt ein Dreivierteljahr Rentner, da hat man ja bekanntlich Zeit. Aber kommen Sie zum Ende bitte. Ja, mir mal die Projekte angeguckt, die die Bundesstiftung fördert in den letzten 10 Jahren. Es sind 40, 50 im Jahr ungefähr. Und wenn Sie sich da also die Titel angucken, dann frage ich mich, wie man es am besten umsetzt. Aber das ist nur mein... Haben wir verstanden. Ich glaube, ein bisschen Unwucht in Ihrer Wahrnehmung, denn die Arbeit der Bundesstiftung Aufarbeitung, die ich ja seit 25 Jahren als Journalist verfolge, ist schon sehr international. Ich war, glaube ich, 5 oder 8 Mal mit euch auf Reisen. Und wir haben, ihr habt regelmäßig Bücher über andere Staaten gemacht. Aber das werden wir gleich diskutieren können. Wir haben konkrete Fragen an Frau Godode, an Frau Anna und an Frau Behring, wenn ich das richtig verstanden habe. Frau Godode, wollen Sie anfangen? Mit Mikrofon, ja. Bitte. Die Frage war, was könnten Sie tun? Frau Behring hört sehr genau zu. Ja. Nein, ich bin jetzt hier nicht um irgendwelche... ich würde sagen, in Bezug auf... Ich würde anders antworten. Also wenn wir über Krieg heute reden, ein Jahr nach der Aggression in der Ukraine, ja, dann reden wir nur über, wie wir Putin zur Rechenschaft ziehen, aber nicht Kommunismus. Und das ist für mich eine entscheidende Frage. Nicht nur Putin sollte zur Rechenschaft gezogen werden, sondern Kommunismus und all die Verbrechen. Und ich würde eine Frage, warum sage ich das? Ich sage das, weil man kann uns dann nicht wirklich helfen, wenn man wirklich diese Verbrechen, also wenn die europäische Gemeinschaft uns nicht hilft, die Verbrechen, die während des Kommunismus in meinem Land jetzt, aber ich würde sagen auch in Russland, in Georgien bin ich sicher und in den ganzen anderen osteuropäischen Ländern, die ich sehr gut kenne, wenn man wirklich die europäische Gemeinschaft hätte von vornherein in den 90ern einen zweiten Nürnberg etablieren müssen für all diese Verbrechen, vielleicht hätten wir heute den Krieg nicht. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber vielleicht nicht. Es gab einen Historiker, Wladimir Bukowski, vielleicht kennt der eine oder der andere seinen Namen hier. Er war naiv. Er hat geglaubt, dass nachdem er so viele Dokumente aus den Geheimarchiven aus Russland publiziert hatte, wo all die Verbrechen, was da passierte in der Diktatur, als er die veröffentlichte, dachte er in ein ganz dickes Buch, dachte er, dass die ganze europäische Gemeinschaft und die westlichen Demokratien wirklich sich da stark machen, um diese Verbrechen zu verurteilen. Es ist nicht passiert für die Verbrechen des Kommunismus. Und leider hat man uns in Albanien auch im Stich gelassen, sozusagen, schon in den 90er bis heute. Die gleichen Kriminellen und die Eliten, die gleichen, die in der Macht waren, vor 1990, sind immer noch auf eine Weise auf eine andere Weise in der Macht, immer noch. Und natürlich werden sie die eigenen Verbrechen nicht verurteilen können. Was kann die Gesellschaft da tun?
Natürlich arbeite ich seit langem mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung, mit BSDU und anderen Institutionen. Und es ist unglaublich, was wir geleistet haben auf der zivilgesellschaftlichen Basis. Aber leider reicht das nicht. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass sogar die Regierung in Albanien meine Arbeit auch noch so, wie soll ich sagen, mich auch in Ruhe arbeiten lässt. Als Zivilgesellschaft, nur so als eine, damit sie eine Alibi haben, dass wir eine Demokratie haben. Und ich habe Zweifel manchmal, ob es sich lohnt, dass ich diese Arbeit mache, weil ich als Schild, ja, weil ich da stehe, ich legitimiere irgendwie eine Fassadendemokratie. Und ich weiß nicht, was sie für mich dann und für mein Land tun können, weil das Problem ist viel tiefer, ne? Das möchte ich sagen. Und leider momentan, was wir in Albanien erleben, ist, dass wir werden unterstützt, das habe ich von vornherein gesagt, von der Konrad-Adenauer-Stiftung und deutschen Organisationen, aber auch von der Plattform der europäischen Gedenken, aber nicht aus der albanischen Regierung oder Institutionen in mein Land. Und ich bin sicher, wenn Konrad-Adenauer-Stiftung in ein Jahr oder jetzt oder später irgendwann sich entscheidet, weg, also mit diesem Thema nicht mehr, das Thema nicht mehr zu unterstützen, weil vielleicht Korruption oder andere Themen relevanter sind. Da bin ich sicher, da wird in Albanien dann nur die staatliche Narrative festgesetzt, wie die Aufarbeitung aussehen sollte in Albanien. Wir werden da bekämpft von unserer Regierung. Und leider auch die meisten anderen internationalen Organisationen, die im Lande sind, die unterstützen auch immer die Narrative der Regierung, die staatlichen Institutionen. Also ich weiß nicht, es ist so viel zu tun. Ich weiß nicht, was man da konkret machen kann. Aber ich werde weiterhin noch arbeiten und ich kann mich ja, sehr froh schätzen und glücklich schätzen, dass ich Sabina Kuda, Anna Kaminski und all die deutschen Aufarbeiter sozusagen, die ich hier in Deutschland kenne und die meine Arbeit unterstützen und auch so meinen Rücken stärken, dass wir keine weiteren Probleme bekommen da. Aber so leicht ist die Hilfe dann auch nicht, wenn ein Land, so wie Albanien, niemals die Verbrechen der Diktatur, des Kommunismus wirklich verurteilt hat. Nicht nur hat es nicht verurteilt, sondern jedes Jahr in bestimmte Gedenktage, so kommunistische Gedenktage, kommen die Leute auf der Straße mit den Porträts von Enver Hoxha. Sie können sich das doch nicht vorstellen, wenn man hier mit Hitler jetzt Porträts auf der Straße gibt. Und die Regierung sagt gar nichts. Also in diesem, so sieht es bei uns die Aufarbeitung aus. Und ich glaube, nochmal zurück, um das abzuschließen, ja, hätten wir den Krieg heute, vielleicht hätten wir einen anderen Krieg, was wir in Bosnien hatten, ne? Oder in Kosovo. Aber hätten wir den Krieg in der Ukraine, wenn wirklich die Europäische Gemeinschaft nicht mit Putin so lange geflirtet hätte und nicht die Anzeichen seiner Politik, seiner aggressiven Politik schon nicht früher einfach ja, gesehen hätte und wirklich interpretiert und analysiert hätte. Vielleicht hätten wir diesen Krieg nicht. Und ich glaube, das ist der Wurzel des Problems. Mhm. Wir können oberflächlich irgendwas kurieren. Ne? So, aber der Wurzel ist, dass wir wirklich als europäische Gemeinschaft die Verbrechen des Kommunismus nicht verurteilt haben, so wie es sein sollte. Mhm. Und diesen Folgen haben wir bis heute und leider auch in meiner Gesellschaft. Mhm. Frau Mewak, Frau Anna, ich kriege es heute nicht mehr hin, wenn ich Sie anspreche. Georgien, was kann Deutschland über vielleicht Geldzahlungen an Softlab, das ist wirklich natürlich außerhalb jeder Frage. Das wird jetzt gefährlich. Eben, das wird jetzt gefährlich sogar noch. Was kann Deutschland eventuell auf ganz anderen Ebenen als Geldzahlungen für Sie tun? Ja, vielen Dank für diese Frage und Angebot. Also das ist wirklich sehr berührend. Und ich würde vielleicht die Frage auf zwei Teile trennen. Einmal Hilfe bei der Aufarbeitung als Prozess. Das haben wir sowieso mit deutscher Hilfe durchgeführt. Verschiedene politische Stiftungen habe ich erwähnt. Adenauer Stiftung, Böll Stiftung, Ebert Stiftung, Deutscher Verbund für Hochschulverband.
Volkshochschulverband, Entschuldigung. Ja, also wirklich, das waren immer unsere Partner und haben so große Arbeit geleistet und vielen Dank dafür. Was aber jetzt konkrete Hilfe angeht im Moment. Ja, ich habe gestern mit meinen Kollegen telefoniert. Ich bin jetzt für bestimmte Zeit in Deutschland und habe auch mit Frau Kuder gesprochen, dass ich Schuldgefühl habe, weil ich hier bin und noch ein paar Monate hier bleibe, wo meine Kollegen auf der Straße jetzt für diese, gegen dieses Gesetz kämpfen und für Freiheit und für Euro-Integration und für die Werte, wofür wir ganze 30 Jahre gearbeitet und an was wir geglaubt haben. Ja, das steht jetzt plötzlich unter Fragezeichen. Und er hat gefragt, ja, ich habe gesagt, also hier sind all diese tolle Organisationen und die Menschen, die sich mit so Aufarbeitung der DDR und so allgemein mit Geschichte befassen. Und er fragte, was sagen Sie zu unserer Lage? Und ich habe gesagt, meisten wissen das überhaupt nicht. Ja, das kommt ja wirklich nicht an. Deshalb denke ich, und er meinte, ja, aber du weißt ja, dass für uns, wir stehen jetzt auf der Straße, ist jedes Wort, jede Stellungnahme, jeder Zeitungsartikel, was Zivilgesellschaft in Georgien jetzt unterstützt, hat sehr, sehr große Bedeutung. Wirklich, also auf alle Ebenen, einfach verbale Unterstützung und vielleicht, ich weiß nicht, wenn man jemanden dort kennt, anschreiben und was sagen, das wäre eine sehr, sehr große Unterstützung, weil Rücken stärken, aber laut. Nicht, ja. Also nicht mehr, es geht jetzt nicht nur um Finanzierung, das geht jetzt wirklich um Stellungnahme und Position haben. Ja? Okay. Das wäre eine große Hilfe. Okay. Danke im Voraus vielleicht. Ja. Frau Menzel, Sie wollten jetzt gerade zu den beiden Kolleginnen aus Albanien und Georgien was sagen oder soll ich zuerst Frau Behring um die Antwort bitten? Sie haben die Wahl. Ich dränge mich mal dazwischen. Ist das okay? Ja. Genau, danke schön. Es macht mich auf jeden Fall sehr betroffen zu hören, was Sie sagen und da kann man gar nichts irgendwie glätten oder was dem hinzufügen. Deswegen kann ich nur aus einer anderen Perspektive was ergänzen und vielleicht gibt Ihnen das dann auch gleich nochmal die Möglichkeit, weil Sie ja auch fragen, welchen Rahmen setzen wir, ne? was engt ein, aber was befähigt vielleicht auch auf der anderen Seite. Ich war dankbar für jede Begegnung, die mir ermöglicht worden ist und für jedes Programm, und da komme ich auch so ein kleines bisschen zu Ihnen, das Austausch ermöglicht, also Tandem-Programme. Wir waren mit Mapping Memories von der Bundeszentrale für politische Bildung auch in Georgien, da sind zum Teil längerfristige Begegnungen entstanden zwischen BildnerInnen, Menschen, die sich sozusagen verschiedenste Konzepte für Erinnerungsarbeit ausdenken. Das sind erstmal Tage, die man vor Ort zusammenarbeiten kann, aber auch Netzwerke, die im Nachhinein bestehen. Es gibt, die Bundesstiftung hat das Programm Memory Works, als wir von Zeitenwende gesprochen haben. Wir beschweren uns ja oft, wie langsam unsere Institutionen sind, aber was alles möglich wurde innerhalb kürzester Zeit und sei es nur ein kleiner Rettungsanker oder ein kleiner Rettungsschirm, Menschen für 3, 6 Monate erstmal herzuholen. Also das hat mich auf jeden Fall sehr berührt. Es löst nicht sozusagen ihr Riesendilemma sozusagen, aber es sind manchmal sehr lange Wege. In der Bildungsarbeit kommen manchmal nach 10 Jahren Menschen auf uns zu und sagen, weil meine SchülerInnen reales Beispiel auf der Geschichtsmesse waren, als GeschichtsreporterInnen, fangen sie jetzt an, Geschichte zu studieren. So. Und das sind SchülerInnen, die nicht gymnasiale Schulform besucht haben, sich niemals ein Abitur zugetraut haben. Das sind ganz lange Wege, das sind Einzelgeschichten, die können wir manchmal erzählen und erfahren sie und manchmal nicht. Ich glaube ganz doll an solche Young Professional Programme, die Menschen ermöglichen, über längeren Zeitraum ausgebildet zu werden und fit gemacht zu werden, die Zivilgesellschaft zu unterstützen. Und generell, also ich war hoch dankbar für das Programm Jugend erinnert. Ich freue mich sehr, wenn das irgendwie weitergeht. Einfach nur mal so einen kleinen Einblick. Wir haben oft nur ein Jahr Zeit, Dinge umzusetzen und die sind sehr produktorientiert. Und wenn man mal 2, 3 Jahre Zeit hat und sogar noch eine Unterstützungsstruktur, ja, also AnsprechpartnerInnen jetzt ganz konkret hier in der Bundesstiftung, die sich Gedanken machen, die Feedback geben, die auch unterstützen bei Abrechnung, kleinere Institutionen, die nicht sozusagen tagtäglich wissen, wie man eine Abrechnung macht. Das sind alles, das sind so Kleinigkeiten, aber das holt Leute rein. Das ist das, was ich mit wem brauchen wir hier eigentlich noch, die Geschichten erzählen. Also das sind Rahmen, die sie schaffen können und die Dinge möglich machen. Genau, und zur Internationalisierung, egal ob sie die Bäckerei nebenan nehmen, also ich kenne fast kein Projekt mehr, was nicht auch eine internationale Geschichte erzählt. Und ich kenne keinen, also wenn Sie, wir hatten den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, wir haben gestern Eduversum hat vorgestellt,
ja, da werden VertragsarbeiterInnen Geschichten erzählt, aber die wurden lange noch nicht so erzählt, weil wir uns erstmal auf andere ZeitzeugInnen konzentriert haben. Also das Internationale steckt bei uns wirklich, wenn man hinguckt, in sehr, sehr, sehr vielen Projekten. Und da ist auch wirklich viel passiert. Es geht immer noch mehr, da bin ich ganz bei Ihnen und das tut uns auch gut. Ich habe es ja gerade am eigenen Beispiel gesagt, ich freue mich über jede Begegnung, die mir ermöglicht wird. Genau, aber es ist wirklich auch schon viel da und das sage ich jetzt, ich habe halt 15 Jahre der Aufarbeitungslandschaft beobachten dürfen. Ja, Frau Behring, ich habe Sie etwas warten lassen, bitte. Das macht nichts, ich bin geduldig. Also ich kann nur dem wirklich zustimmen, was Sie gerade ausgeführt haben. Deshalb nimmt das auch einen Teil meiner Antwort vorweg. Ich sage mal, ich mache hier mal den Jessen, sowohl als auch. Natürlich ist es wichtig, die internationale Perspektive dabei zu haben, aber sie ersetzt das andere nicht. Und man muss wirklich aufpassen, das ist wirklich, da bin ich fest davon überzeugt, dass wir die jungen Leute nicht überfordern. Ne? Es muss auch irgendwie klar sein, wie ein Projekt strukturiert ist. Und wenn es internationale Elemente hat, wunderbar. Wir werden das auch mit der Überarbeitung von Jugend erinnert nochmal dezidiert aufnehmen, diese internationale Komponente. Aber es gibt einfach sehr viele Player, die sich schon bereits jetzt international tummeln. Und ich glaube, wir würden der Bundesstiftung wirklich Unrecht tun, ihr zu unterstellen, dass sie dieses nicht schon seit Jahren tut und vor allen Dingen auch immer wieder hier eine Erweiterung selber einfordert. Also das ist durchaus auch ein Thema, das ist aktiv wirklich angesprochen wird und eingefordert wird. Also insofern glaube ich wirklich, das eine tun, das andere nicht lassen und alles im angemessenen Maße. Ich glaube, wenn wir hier im Saal eine Umfrage machen würden, wer ist dafür, dass wir den Anteil politisch-historischer Bildung in der Schule verdoppeln würden, die Gegenstimmen wären wahrscheinlich übersichtlich. So, also das heißt, wir sind hier die Lobbyisten für unser Thema und deshalb wollen wir logischerweise immer mehr, immer besser, immer qualifizierter auch diese Angebote platzieren und machen. Aber wir sind objektiv auch begrenzt in dem, was wir leisten können. Ja, danke schön. Wir haben die nächsten Fragen. Douglas Selvidge, wenn ich das richtig gesehen habe. Christian Boos, die beiden nehmen wir zusammen, bitte. Danke schön. Ich wollte erst sagen, dass vielleicht die Digitalisierung ist zum Teil eine Lösung für die Internationalisierung der Aufarbeitung, weil es viele Quellen, zum Beispiel über andere Ostblock-Geheimdienste beim Staatsunterlagenarchiv gibt. Es geht auch um Repressionswelle, zum Beispiel in Kuba oder in anderen sozialistischen Ländern. Wenn man die digitalisieren und online stellen würde, das wäre eine große Hilfe. Ich habe über 15 Jahre versucht, das durchzudrängen, konnte ich nicht, nur ein bisschen. Und das wäre eine große Hilfe für andere. Zweitens, das Lokal, wie Frau Menzel gesagt hat, hat auch mit dem Internationalen zu tun. Zum Beispiel um die Ecke gab es die anderen Länder haben mehr der KGB, sowjetischen Geheimdienst, aufgearbeitet. Es gibt Quellen auch hier, die nicht aufgearbeitet worden sind nach 1953. Und das soll aufgearbeitet werden, weil um die Ecke gab es eine KGB-Dienststelle in Dresden, um die Ecke gab es KGB-Spionen in der Bundesrepublik. Es gibt viele Quellen und die sollen benutzt werden und die sollen endlich durch Historiker aufgearbeitet werden. Mhm. Vielen Dank. Der nächste ist Christian Boos, der sich gerade erhebt. Wo auch immer. Genau, danke. Das Eingangsstatement von Frau Godole hat mich noch mal inspiriert, einen halben Schritt zurückzugehen. Das Mantra der Aufarbeitung war ja über Jahre, die Beschäftigung mit der Vergangenheit macht uns fit für die Gegenwart und Zukunft. Und die Frage ist ja, ob das wirklich geklappt hat. Also ob wir wirklich in der Lage waren, die Transformation, die sich in Russland vollzogen hat, ich sage jetzt mal Stichwort Putinismus, so zu antizipieren, dass wir geahnt haben, was da auf uns zukommt. Haben wir wirklich analysiert, dass das europäische Sicherheitssystem, was mit KSZE begann, sozusagen so zerbröselt ist, dass es eben keine Sicherheit mehr in Europa garantiert? Keiner schreit jetzt ganz laut ja. Also die Frage steht, denke ich, durchaus im Raum, ob wir uns es, wenn ich so Berichte höre aus Georgien und aus Albanien, nicht auch ein bisschen in den Pladenstellen, Sesseln der Aufarbeitung der DDR gemütlich gemacht haben die letzten Jahre. Ich finde, das musste man ehrlicherweise schon mal auf den Tisch bringen. Das hat ja auch praktische Konsequenzen. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, ich suchte jemanden, der mir einen Aufsatz schreibt zur Transformation des KGB in Russland. Ich habe auf einen Kulturwissenschaftler zurückgreifen müssen, der zufällig ein Buch über die Architektur des KGB schreibt und deswegen auch Ahnung über den KGB und den FSB hat. Ich habe in Deutschland keinen gefunden.
als es losging in der Ukraine mit dieser Filtrierung in den besetzten Gebieten und die deutsche Presse ziemlichen Blödsinn geschrieben hat darüber, habe ich gedacht, na, dann hole ich mir mal einen Experten der Filtrierung im Rahmen des Lagersystems und Repressionssystems nach 45 in der SPZ mir beschreibt. Weil das ist die Folie, vor der das alles stattfindet. Es gibt keine einzige Arbeit zu Filtrierungslagern in der SPZ nach 45. Das heißt, wir haben jede Menge praktische Defizite, also Expertenwissensdefizite, die uns helfen würden, wenn wir sie nicht hätten, das besser zu verstehen, was heute stattfindet. Da muss ich auch sagen, ich habe ein bisschen mit Betroffenheit von meinem Kollegen Douglas Selvidge gehört, der ja ausgeliehen ist, an der Humboldt-Universität KGB-Studien zu machen, dass er jetzt vom Bundesarchiv wieder zurückgeholt werden soll mit seinen Kollegen in das Stasi-Archiv, wo er eigentlich Stasi-archivfachliche Forschung machen soll. Das betrifft ja Ihren Verantwortungsbereich, Frau Behring, weil das BKM ist ja auch für das Bundesarchiv verantwortlich. Deswegen stellt sich natürlich die Frage, wenn wir hier von Zeitenwende reden, das hat ja auch irgendwas mit Ressourcen zu tun. Also entweder oder mogelt ja nicht darüber hinweg, dass dann auch die Ressourcen verteilt werden müssen. Gibt es dazu Überlegungen, zum Beispiel hier, was Ausleihe von Wissenschaftlern angeht für KGB-Forschung? Danke. Okay, vielen Dank. Wir werden das beides, bitte. Wir werden das beides jetzt sozusagen versuchen, gemeinsam zu beantworten. Zunächst, glaube ich, Herr Jessen, gegen die Erschließung von Mehrquellen, so es denn Ressourcen dafür gibt, hat kein Historiker etwas, oder? Ja, nein, natürlich nicht. Das ist klar, wir können nie genug kriegen. Aber nochmal zu der letzten Bemerkung. Hat uns die Aufarbeitung fit für die Zukunft gemacht? Und die implizite Antwort war, ja, nein, hat sie nicht. Ich weiß nicht, ob wir da nicht das, was wir unter Aufarbeitung verstehen, überlasten mit Erwartungen. Dass wir jetzt immer wieder kreisen über unsere gegenwärtige Erfahrung und eine gewisse Ratlosigkeit daraus resultiert und dann daraus jetzt Überlegungen angestellt, daraus gegründet Überlegungen angestellt werden, was lief da möglicherweise falsch in den vergangenen Jahren in unserem Feld, in dem wir uns bewegen. Das ist ja ein typisches Phänomen von Zäsurerfahrungen. Also es ist ein Indikator dafür, dass hier etwas Gravierendes passiert. Und dass daraus dann so eine gewisse Verunsicherung und Orientierungssuche resultiert. In viel größerem Umfang hat sich das natürlich 89, 90 abgespielt. Als man sich fragte, wieso haben wir das nicht vorausgesehen, wieso hat niemand das prognostizieren können, was haben unsere DDR-Beobachter im Westen falsch gemacht. Das war eine ganz ähnliche Diskussion, die jetzt hier so auch so ein bisschen mitschwingt. Und daraus hat sich dann eine Reflexion über diese Vergangenheit der Kommunismusbeobachtung entwickelt. Ein bisschen scheint mir das jetzt auch so eine Stimmung zu sein, aber man sollte sich davor hüten, das jetzt als so eine Diskussion zu führen, die so den Tenor hat, dass es falsch gewesen, dass in die falschen Richtungen geguckt worden oder möglicherweise hat man die rosa-rote Brille aufgehabt, sondern man sollte zur Kenntnis nehmen, dass eben aktuelle Entwicklungen Blickweisen verändern. Und wir sollten uns auch dafür hüten, das, was wir jetzt beobachten in dem Krieg gegen die Ukraine, so umstandslos in den Kontext von Kommunismusgeschichte einzuziehen. Das hat natürlich etwas mit dieser Kommunismusvergangenheit zu tun, aber was es damit zu tun hat, das müsste man noch mal vielleicht ein bisschen genauer anschauen. Und darauf kommen wir bei der Abschlussfrage. Ja, aber nur die Vorlage ist ja jetzt schon geliefert worden. Ja, völlig richtig, dass Sie darauf hinweisen. Völlig berechtigt. Insofern nehme ich die mal, weil ich gerne da doch ein kleines Warnzeichen aufstellen möchte, dass nicht in eins zu setzen, was jetzt an Entwicklungen passiert, mit der Geschichte, die 1989, 90, 91 ihren großen Bruch erfahren hat. Also ein Plädoyer auch hier zu differenzieren und auch ein Plädoyer dafür, das, was wir unter Aufarbeitung verstehen, nicht zu überfrachten mit Erwartungen, die sie nicht einlösen kann. Mhm. Vielen Dank, Frau Behring. Es passiert ab und an, dass die BKM adressiert wird, Forschungsförderung in erinnerungskulturellen nahen Themen
unterstützen zu müssen. Also die BKM soll mehr DDR-Forschung finanzieren. Die BKM soll jetzt also auch KGB-Forschung finanzieren. Also für die Forschungsförderung an Universitäten sind immer noch die Länder zuständig. Und wenn die Länder es nicht ausschließlich realisieren können, ist es vielleicht das BMBF. Aber dass wir jetzt sozusagen flächendeckend für alle Themen, die die Erinnerungskultur unseres Hauses betreffen, auch die Forschungsförderung übernehmen, ich glaube, das würde unsere Möglichkeiten, gelinde gesagt, etwas überdehnen. Okay, vielen Dank. Ich hatte ja auch vorhin gesagt, BMBF ist eine wichtige Institution. Ich weiß das, weil ich vor ein paar Jahren da mal selber in einer erfreulichen Situation war, in einer Auswahlkommission Millionen verteilen zu dürfen. Und da wird auch ernsthaft Arbeit gemacht. Und trotzdem ist natürlich Klagen berechtigt, weil das Geld kann nie genug sein. Ich habe als die nächsten beiden, und das sind auch die letzten Fragen, wenn ich auf die Uhr gucke, Uwe Schwabe und Sie in der zweiten Reihe, genau der Sie gerade den Finger gehoben haben. Uwe, bitte. Das Mikro kommt zu dir, du musst dich nicht bewegen. Herr Patzelt hat glücklicherweise meine Frage schon gestellt vorhin. Dankeschön, die hätte ich genauso gestellt. Ich hätte es noch verbunden mit dem Plädoyer, die deutsche Komfortzone immer wieder in Frage zu stellen, zu verlassen und zu internationalisieren und diese Themen Georgien und Albanien in die Öffentlichkeit hier zu bringen. Aber natürlich nicht zu überfrachten, wir müssen sie immer verbinden mit deutschen Themen. Das wäre mein Plädoyer gewesen. Ich wollte es jetzt einfach nochmal sagen. Aber ich glaube, die Stiftung Aufarbeitung ist der falsche Adressat, da Kritik zu äußern, weil die Stiftung Aufarbeitung ist einer, der das ständig betreibt, die Internationalisierung. Gut, vielen Dank. Das war mir eine Anmerkung, die gar keine Antwort bedarf. Danke. Und jetzt Sie, dann haben wir vielleicht doch noch eine Chance für eine letzte Frage. Und jetzt haben Sie als Erster die Hand gehoben. Sie notiere ich noch und Sie jetzt erstmal bitte. Im Vergleich zu Albanien war die DDR ein Ponyhof. Und ich habe Albanien seit 1991 bis 2001 sehr eng verfolgt, mit vielen politischen Verantwortlichen, aber auch den politisch Verfolgten gesprochen. Und was heute Frau Dr. Gondolé erzählt hat, hat mich irgendwo erschüttert, dass da eigentlich die Konflikte eingefroren sind und nicht weiter aufgearbeitet worden sind. Und das kontrastiert mit einer Bemerkung, die ich von gestern noch aus dem Podium im Ohr habe, man möge doch nun Albanien möglichst schnell in die Europäische Union aufnehmen. Also wir haben Kopenhagener Kriterien. Und das ist unser Instrument, wo wir tatsächlich über die staatliche Ebene Länder ermutigen können, zukunftsfähig zu werden. Und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch in der Demokratie. Und wenn wir im Prinzip Thema Aufarbeitung nicht ernst nehmen, dann wird es mit der Demokratie auch nichts. Also ich denke, hier sollte diese Hektik, die jetzt plötzlich entsteht, der Aufnahmeantrag von 2014 und die Beitrittskonferenz 22, jetzt muss doch wirklich Geschwindigkeit reinkommen. Bitte schön nicht auf Geschwindigkeit, sondern auf Qualität setzen. Mhm. Vielen Dank. Wir nehmen jetzt Ihre Frage. Genau, Sie haben das Mikrofon. Ja, bitte schön. Vielen Dank. Ich würde gerne nochmal auf Vermittlung zurückkommen und Vermittlung für die Zukunft und habe so ein bisschen den Eindruck nach den 2,5 Tagen, dass wir viel darüber gesprochen haben, wie man an die junge Generation durch Digitales vermitteln kann. Wir haben darüber gesprochen, dass wir durch den Angriffskrieg im Moment sehen, dass Gesellschaftsteile abrutschen in russische Propaganda. Und würde nochmal an das Podium fragen, ist es nicht auch wichtig, gerade die Älteren, die nicht so eine Internetkompetenz haben, da zu adressieren und das Digitale tatsächlich auch zu ihnen zu tragen, also tatsächlich auf Facebook zu gehen und nicht nur auf TikTok und gerade zu denken, wir sind alle im digitalen Raum und eben diese Russland-Propaganda ist im digitalen Raum und müssen wir nicht da auch viel mehr noch hingehen? Dankeschön. Okay, vielen Dank. Also ich denke, Frau Godolle sollte auf jeden Fall die Möglichkeit haben, wenn Sie möchten, etwas zu der eben angesprochenen Frage noch zu sagen, EU-Beitritt angemessen oder ich habe selber überhaupt keine Meinung, ich weiß es nicht. Ja. Angemessen, unangemessen, fördernd oder eher behindernd? Was ist Ihr Bild? Mikrofon bitte. Naja, als Journalist müssen Sie schon eine Meinung haben. Nicht aber zu gut. Allem, nicht okay. Zu allem. Also ich bedanke mich sehr für diese Anmerkung von dem Herrn und genau, als die Frage war, was könnten Sie tun für Albanien? Das wäre eine Möglichkeit. Das habe ich nicht jetzt in dem Rahmen. Wir haben nicht über EU-Beitrittsverhandlungen. All die Jahre eigentlich, seit 2010 beschäftige ich mich mit diesem Thema sehr intensiv, also Diktaturbewältigung in Albanien. Und mit allen Kontakten, die ich mit
also deutschen Politiker und auch Politiker von anderen so westeuropäischen Ländern hatte, habe ich immer versucht, das Thema zur Diktaturbewältigung in Albanien, dass es wirklich einer der Kriterien wäre für die Beitrittsverhandlungen für Albanien und für andere postkommunistische Länder. Leider habe ich festgestellt, dass das weder in Rumänien noch in Bulgarien noch in anderen, also in Tschechien und so weiter, passiert ist. Aber ich habe es wirklich verlangt für Albanien, dass sie wirklich diese, dass wir wirklich die Möglichkeit hätten, durch die Hilfe der Europäischen Union und der Instanzen, dass wir wirklich die Verbrechen der Diktatur in meinem Land zu verurteilen. Und das ist leider nicht passiert. Und vor wenigen Monaten gab eine Diskussion, um das abzuschließen, gab ein Treffen der EU-Delegation in Albanien, der Leiterin der EU-Delegation mit der zivilgesellschaftlichen Vertreter über verschiedene Themen, die wichtig sind für die EU-Beitrittsverhandlungen. Viele Kollegen haben über Korruption und Medien und so weiter alles gut. Und da habe ich die Frage gestellt, warum überhaupt nicht gesprochen wird und warum da gar nicht steht. In diesen 36 Seiten war das ein Dokument mit allen Problematiken, was Sie da gesehen haben. Warum steht gar nicht über die Diktaturbewältigung in Albanien? Und da hat die Frau Hohmann, die Leiterin der EU-Delegation, also die Vertreterin der EU in Albanien, mir gesagt, Frau Godole, das ist richtig, aber Diktaturbewältigung, also Aufarbeitung, also Dealing with the Past, das war auf Englisch, das ist eine lokale Angelegenheit. Jedes Land sollte wirklich schauen, wie das Land selber fertig wird mit der eigenen Geschichte, was richtig ist und korrekt ist, so zu sehen. Natürlich muss meine Gesellschaft fertig werden mit der eigenen Vergangenheit. Und dann sagte sie, dass ja, man, so wie sie, wie die Politiker eben reden, ne? Dass sie sich sehr bemühen und dass sie alles machen werden und so weiter. Aber gut, da habe ich ihr gesagt, okay, dann werden wir das nicht tun, weil die Gesellschaft, es ist ein großes Wort, Gesellschaft, das sind eine anonyme Truppe von Menschen, die verschiedene Interessen, verschiedene Sichtweisen und wenn da keine politische Wille gibt, um diese Bewältigung wirklich so zu machen, dann wird das nicht geben. Und dann wird man in der EU ein Land haben, die wirklich keine Aufarbeitung der eigenen Diktatur hatte. Und wie man möglicherweise genauso mit Rumänien, Bulgarien und anderen Ländern, die ich sehr gut kenne, wie da die Aufarbeitung ist. Also all diese Länder hat man da. Und ich muss abschließend sagen, schauen wir mal herum. All die Länder, wo, in denen wirklich keine ernsthafte Diktaturbewältigung stattgefunden hat in den postkommunistischen Ländern, sind sie auch nicht bis heute und vielleicht auch noch für die Zukunft ein Risiko für die Demokratie, für die Stabilität und alles andere? Und deswegen ist das Thema so wichtig und es ist nicht lokal, nein, es ist international, es ist europäisch, es ist ein europäisches Thema. Diktaturbewältigung in Albanien sollte nicht nur zu Albanien gehören, sondern zu ganz Europa. Das ist Europas Geschichte. Und da brauchen wir natürlich Hilfe, ja, so von oben. Obwohl ich gerne das gehabt hätte, dass meine Gesellschaft selber reflektiert und selber so in der Lage ist, demokratisch zu denken, dass es wichtig ist. Aber meine Gesellschaft ist nicht in der Lage, das zu tun. Sie hat nie Demokratie erlebt vor 1990. Und auch nach 1990 hat sie diese Demokratie nicht wirklich verstanden, was wirklich bedeutet. Und es ist ein langer Prozess. Wir haben jetzt 30 Jahre um und es bleiben noch 15. Dann werden wir gleich 45 Jahre Kommunismus, also Diktatur, und dann 45 Jahre Transition, nennen wir das so. Und dann erst vielleicht danach, ja, werden wir dann weise oder wachsen andere oder kommen andere Generationen, die objektiver möglicherweise sein werden und sich mit der Geschichte auseinandersetzen, die meine Generation und anderen bis jetzt nicht gemacht haben. Ja. Ja. Aber vielen Dank. Frau Menzel, ich hatte Sie vorhin angesprochen als Expertin für junges Publikum. Jetzt kam die Frage,
sollte man nicht ein älteres Publikum auch adressieren? Und da kam auch die Anmerkung auf Facebook und da fühlte ich mich dann plötzlich sehr alt, weil für mich ist selbst Facebook noch ein Medium, das mir viel zu modern ist, aber ich weiß das natürlich, dass das heute schon wieder bei jungen Menschen total abgemeldet ist. Also ernsthaft, ist es vielleicht das Aufgeben eines wichtigen Publikums, wenn wir sagen, die Älteren, die vor allem vielleicht auch die Russischstämmigen, soll ja ein Problem sein, ich habe es nicht selber erforscht, die von Russia Today oder ähnlichen Medien, möchte man ja gar nicht ernsthaft so nennen, agitiert werden, wenn wir die, oder müssen wir uns um die besonders kümmern, wir als Aufarbeiter, Sie als Aufarbeiter? Auf jeden Fall. Also genau, wir unterliegen immer der doppelten Gefahr. Erstens, wenn wir über Bildung sprechen und Vermittlung, ganz schnell nur bei jungen Zielgruppen zu sein. Und wenn wir über digitale Bildung oder Bildung im digitalen Raum sprechen, auch ganz schnell im Kopf und in unseren Diskussionen bei jungen Zielgruppen zu sein. Und ich bin auf jeden Fall mit dem Fragenden einer Meinung. Erstens, generell alle Bildungsangebote sollten alle Generationen erstmal in den Blick nehmen. Und da bin ich schon ein Begriff, der mir oft geholfen hat. Die Bundesstiftung hat auch mit der Deutschen Gesellschaft e.V. letztes Jahr wieder eine Veranstaltung gemacht, wo der Generationenbegriff, da ging es um Generation Deutsche Einheit, also umfasste so meine Altersgruppe plus minus 5 Jahre. Also ich finde es immer wieder spannend, jede Generation zu fragen, warum bist du mit welchen Erfahrungen und welchen Ableitungen eigentlich hier im Raum? Also deswegen, wir sollten jede Generation in den Blick nehmen. Ich finde nochmal besonders interessant, das kennen wir alle vom Küchentisch. Großeltern erzählen Enkel oftmals mehr und anders und offener, das wissen wir auch seit Jahren, als Elternkinder. Und Generationenprojekte gibt es noch gar nicht so viele. Ich weiß nicht, was da vielleicht noch im Jugenderinnert-Programm so kommen wird. Da ist, glaube ich, auch immer noch Luft nach oben. Und digitaler Raum ist wirklich, Sie sagen, ich komme mir schon so ein bisschen alt vor, wenn jetzt hier Facebook und so, das hat sich unheimlich verteilt. Also wir wissen, dass Telegram ein Riesenproblem ist und da sind alle Altersgruppen. Wir wissen, dass TikTok, also Corona hat auch ganz viel erschüttert, weil in der Pandemie Leute auf allen möglichen Plattformen, also alle Altersgruppen, wir hatten davor ein relativ klares Bild, gibt es Studien, die das alles auseinandernehmen und man sieht, alle Altersgruppen bewegen sich tendenziell erstmal auf fast allen Plattformen und sei es okay. Um auf TikTok, die einen scrollen vielleicht eher Kochrezepte durch und die anderen Tanzvideos und die dritten suchen dann noch Comedy, aber TikTok ist nicht auch nur ein junger Kanal oder die jungen Zielgruppen sind auch nicht nur auf TikTok, sondern ganz verteilt auf Insta und manche nehmen nur WhatsApp und so weiter und so weiter. Also und wenn wir das sehr ernst nehmen und das müssen wir, das zeigen alle Studien, dass Desinformation maßgeblich im digitalen Raum stattfindet, weil der damit arbeitet. Der arbeitet mit unserer Aufmerksamkeitsökonomie und wir wissen, dass Hass mehr trendet als alles, was auf Vermittlung und das ist für uns ein riesen Problem. Und da werden wir ein ganz großes Feld haben und ich mache Ihnen nur einmal ganz großes Fenster auf. Wir sind mittlerweile schon glücklich, wenn wir in unseren Arbeitskontexten Menschen haben, die den Social Media Raum bespielen, erstmal nur in Content rausgeben, dann können wir uns umso glücklicher schätzen, wenn wir Content ManagerInnen haben, die auch mit dem Publikum interagieren, was immer wichtiger wird. Aber was wir ganz selten haben, ist die Zeit, die sich ständig wechselnden Algorithmenlogiken zu monitoren und darauf zu reagieren. Also nur um es an einem ganz kleinen Beispiel zu zeigen, wir wollten mal ein Projekt machen für junge Menschen, wo wir bewusst nicht mit Fotos arbeiten wollen, sondern mit Comics. Und dann sagt mir meine Social-Media-Expertin, Kollegin, das wird abgestraft, du musst Haut zeigen, der Algorithmus liest Haut aus. Also nur damit kann man sich Stunden und Jahre beschäftigen. Und was wir alle gar nicht schaffen, ist es sozusagen wirklich an der Macht der Plattform zu arbeiten. Und es wird ein ganz großes Zukunftsthema, nicht unbedingt für uns jetzt hier einzeln, aber dass Sie es einmal gehört haben, da arbeiten Menschen, da geht es um Gesetzgebungsverfahren. Wir wissen mittlerweile, die Plattformen werden uns nicht helfen, Hass-Accounts schnell abzuschalten. Das wird eine Aufgabe für staatliche Institutionen werden. Und da sind viele tolle Institutionen mittlerweile dran und das wird auch mehr. Ich sage Ihnen das nur, weil das ist, ich will das gar nicht so sagen, aber das ist ein Kampffeld leider mittlerweile, in dem wir alle auch immer mehr aktiv sein müssen. Und wir finden ja schon das Analoge sehr herausfordernd. Ne? Miteinander im Raum streiten hatten wir gestern früh als Thema. Und ja. Das verkompliziert sich wirklich nochmal im digitalen Raum, weil okay. Da noch weniger in unserer Hand liegt. Ne? Ja. Aber auf jeden Fall, also jede Generation in den Blick nehmen, auch und gerade die ältere Generation und auch sie im digitalen Raum maßgeblich mit berücksichtigen. Ja, vielen Dank. Herr Stöber hat jetzt das Wort in der letzten Beantwortungsrunde. Da machen wir noch eine Schlussrunde hier oben und übergeben pünktlich zur Verabschiedung, weil wir auch alle pünktlich zum Mittagessen gehen wollen. Bitte, Herr Stöber. Ja, eher noch mal eine kurze Anmerkung, weil Frau Menze vieles, was ich mir gerade schon zurechtgelegt hatte, geäußert hat. Also das ist vollkommen richtig. Ich glaube auch, um Generationenkonflikte zu vermeiden. Und in Verbindung damit würde ich gerne noch mal das Plädoyer von gestern hier auf dem Podium noch mal bestärken.
für die Schwerpunktverschiebung weg, also nicht weg, aber von der Wissensvermittlung hin zur Kompetenzvermittlung. Ich glaube, das hilft gerade in der aktuellen Zeit von Desinformation und Propaganda. Das ist eine ganz wichtige Fertigkeit und Kompetenz, die wir alle vermitteln können, ist Quellenkritik. Und wenn man Quellen hinterfragt und überhaupt ein Bewusstsein dafür schafft, dass es mehrere Quellen überhaupt gibt, dann ist auch in der medialen Welt, glaube ich, vielerlei geholfen, zu verstehen, dass die Informationen, die mir auf TikTok oder wo auch immer zugespielt werden, dass ich die nicht für bare Münze nehme und hinterfrage. Und das können wir, glaube ich, ganz gut erlernen und vermitteln anhand historischer Themen. Das bietet sich oftmals an und lässt sich wunderbar, glaube ich, der Gegenwartsbezug herstellen. Das ist eigentlich nochmal Plädoyer für gestern, um den Bogen von heute nochmal zu spannen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Podiumsdiskussion mit Ihren dankenswerten Plenumsbeiträgen. Ich möchte jetzt noch mal etwas aufgreifen, was Ralf Jessen zweimal sogar schon in zwei ihrer Reisebeiträge völlig zu Recht angeteasert hat. Und ich möchte es etwas provozierend ans Ende dieser Podiumsdiskussion stellen. Das ist ein Gedankenversuch. Ich bin noch nicht sicher, ob ich diese Aussage, die ich jetzt treffe, selber so mit Werbe vertreten würde. Ich stelle sie einfach mal zur Diskussion und bitte der Reihe nach die Teilnehmer, wir fangen dann einfach bei Frau Menzel an, würde ich vorschlagen, um ein kurzes Statement. Wir wollen nämlich dann auch relativ bald pünktlich an Anna Kaminski übergeben. Also die These, die ich jetzt in den Raum stelle und die Herr Jessen ja wie gesagt schon angesprochen hat, wäre... sind wir eventuell angesichts der Ereignisse seit dem 24. Februar 2022 mit unserer Konzentration auf Aufarbeitung des Kommunismus nach 1945, teilweise auch ab 1917, vielleicht falsch? Müssen wir vielleicht, zumindest was den internationalen Aspekt angeht, weniger die DDR, aber mindestens was den internationalen Aspekt angeht, auf Aufarbeitung des russischen Imperialismus gehen? Ich habe, wie gesagt, keine Meinung dazu, ob das richtig ist. Ich will es nur einfach mal in den Raum stellen. Frau Menzel, erste spontane Antwort. Überzeugt Sie das? Führt das für Sie in die Irre? Wie würden Sie es einordnen? Wenn ich jetzt ganz schnell sage, ja, ich bin bei Herrn Jessen, dann kann ich ja vielleicht noch was anderes sagen. Nee, ich will vielleicht nur einmal eine Beobachtung teilen. Und ich weiß noch gar nicht, ob das in die eine oder in die andere Richtung führt. Wir waren, ich würde sagen, auch mit Förderung der Stiftung Aufarbeitung, auf ehemaligen Kasernengeländen mit SchülerInnen unterwegs. Und das waren für uns erstmal deutsche Schulklassen. Das greift auch hier nochmal den Kommentar auf. Ich glaube... wir können das gar nicht mehr so sagen, das ist dann regional, lokal. Unsere Schulklassen sind zumindest im Berliner Raum sehr, sehr international. Und wir haben, ich komme gerade aus Berlin-Lichtenberg, Karlshorst, das ist eine hohe deutsch-russische Community und Russisch ist dann auch sehr vielfältig. Und da waren wir eben mit SchülerInnen und dann sagen zwei SchülerInnen, eben mit russischen Wurzeln, eher Eltern, Großeltern-Generationen, mit Blick auf eine russische Wandschrift. Sie kennen das, viele wissen ja noch, was dann so an den Wänden stand. Oh, das gibt uns ein richtig gutes Gefühl von der einstigen Größe unseres Landes. Und das ist jetzt schon Jahre her, 2015 war das, und vielleicht hätte man in dem Moment, und das sind wir wieder beim Thema Zeit und Ressourcen, damit schon ganz anders arbeiten können. Wir sind aber auch ein bisschen beim Thema Schläfrigkeit. Ich glaube, da liegt auch in dem, was Sie schon angedeutet haben, ganz, ganz viele Chancen noch für uns. Und da müssen wir auch ganz viel lernen und verstehen und in unsere Programme einarbeiten. Mhm. Ich hätte gern, wenn ich gedurft hätte, nochmal, wir haben am Anfang Bitte. Von 5 Jahren, ich glaube, Sabine Kuder hat das in der Anmoderation, was werden wir in 5 Jahren? Man macht oft so im Technikbereich, versucht man die nächsten 3 und die nächsten 30 Jahre in den Blick zu nehmen. Und vielleicht, wenn ich diesen einen Gedanken einschiebe, Bitte. Wir haben heute viel über Desinformation gesprochen. Wenn ich mir was wünschen könnte, hätten wir schon Ziel in 30 Jahren von, wir sind, also unser Ziel ist es, digital resilient zu werden. Das sage ich jetzt, weil wir den Resilienzbegriff können Sie auch noch auf andere Bereiche, aber mich beschäftigt ganz viel, wie werden wir digital resilient? Und für mich gehört dann irgendwann dazu, ich würde gerne irgendwann wegkommen, nur zu reagieren und gegen Desinformation anzuarbeiten, und mich beschäftigt zum Beispiel ganz viel, wie werden wir nachrichtenkompetent? Also das nur mal so, vielleicht einmal noch Ihnen mitgegeben. Wir sind sehr in der Reaktion, das beschäftigt uns auch noch die nächsten 3 Jahre, aber in 30 Jahren möchte ich eigentlich verstanden haben, wie wir digital resilient sind. So. Herr Jessen. Kommunismus oder russischer Imperialismus? Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, wir müssen aufpassen, dass wir das nicht unterschiedslos in eins setzen. Und uns vor Augen führen, dass wir immer schon
unterschiedliche Schichten und Ebenen haben, mit denen wir hier uns auseinandersetzen müssen. Die Tradition sozusagen von Empire Building in Russland reicht ja weit zurück ins 19. Jahrhundert oder vielleicht auch noch länger weiter zurück. Darin ist die Kommunismusgeschichte eingelagert und verbindet sich damit. Und mit dem Ende des Kommunismus ist diese bestimmte Tradition von Imperium und Großmacht nicht zu Ende gegangen, sondern, wie wir jetzt wissen oder wie wir gerade jetzt sehen, in so einem neoimperialen Gestus wieder erwacht. Also es ist eine Geschichte, in der diese beiden Ebenen und auch noch andere dazugehören und zusammengehören. Aber sie sind auch wieder notwendigerweise zu differenzieren. Wenn es jetzt heißt, die Geschichte der kommunistischen Diktaturen, dann akzentuiert das ja ein bestimmtes utopisches Projekt, was die Geschichte des 20. Jahrhunderts bis fast zu seinem Ende geprägt hat und einen sozusagen radikalen, mit ungeheurer Gewaltsamkeit ausgestatteten Gegenentwurf zur westlichen Moderne unternommen hat. So, das ist etwas, was dann wiederum mit diesen imperialen Traditionen in einer Beziehung steht, in einer Verbindung steht, aber für sich eine Eigenbedeutung hat. Und das sollten wir jetzt nicht aus den Augen verlieren, dass es hier eben im 20. Jahrhundert darum um unterschiedliche Modernen ging, die hier in einem auch außerordentlich auch gewaltsamen Wettbewerb existiert haben. Und diese eine alternative Moderne des Kommunismus ist untergegangen. Sie hat ihre Fernwirkungen bis heute, also ihre Auswirkungen und ihre Konsequenzen. Und wir finden jetzt sozusagen eine Wiederentstehung noch älterer Traditionen. Wir kommen nicht umhin, diese komplexen Beziehungsverhältnisse mitzudenken und zu thematisieren und sollten uns es nicht zu einfach machen, jetzt aus der aktuellen Erfahrung heraus das sozusagen alles ineinander zu schieben und diese verschiedenen langen Zeithorizonte, die hier zusammenkommen, aus den Augen zu verlieren. So, für die historische Forschung hat das sicherlich einen anderen Stellenwert als für jetzt die aktuellen Erfordernisse von Erinnerungskultur und Aufarbeitung. Aber auch da darf es oder sollte es nicht zu einer zu weitgehenden Enddifferenzierung kommen. Das wäre sozusagen das Historiker-Plädoyer an dieser Stelle. Frau Mageshwari, bitte. Aber ganz kurz, wir müssen tatsächlich pünktlich Schluss machen. Seit 1800 war Georgien Teil des russischen Imperiums, nicht freiwillig. Damals wurde das geschwächte Land so annektiert. Und also bis 1917. Ja, und dann gab es die 3 Jahre der unabhängigen Georgien. Sozialdemokraten haben das Land regiert, durch demokratische Wahlen so erwählt, aber nur 3 Jahre. Dann kam 1921 und Sowjetrussland hat Georgien neu besetzt, okkupiert. Ja. Und Sowlab, als wir angefangen haben, haben wir unseren Schwerpunkt an Sowjetgeschichte gesetzt, Aufarbeitung der Sowjetvergangenheit. Aber sehr bald haben wir verstanden, dass ohne Vorgeschichte und auch vielleicht ohne Nachgeschichte, was jetzt nach der Zusammenbruch passiert, nur diese Zeitspanne irgendwie nicht ausreichend war, um so zum Verständnis und so. Und wir haben so in unserer Organisation eine Richtung und versuchen, ganz besonders die gesellschaftliche Bewegung des 19. Jahrhunderts, also in Georgien, die Selbstorganisierungssysteme und gesellschaftliche Organisationssysteme, die Widerstand geleistet haben oder etwas ohne Widerstand versucht haben zu ändern, das auch zu forschen und legen auch großen Wert darauf. Und es ist eine Publikationsreihe dadurch entstanden, was sehr beliebt und sehr populär in Georgien ist. Und heißt Initiative für Änderungen. Und also jeder weiß, unter diesem Name steht also Geschichte des 19. Jahrhunderts, Georgien als Teil des russischen Imperiums und diese Verhältnisse und Zusammenhänge. Also wir verstehen das auch so. Okay. Ja. Frau Godola? Ja, ich habe viel gesprochen, glaube ich, und vieles gesagt. Aber ich wünsche mir für die Aufarbeitung in Deutschland, dass es Platz lässt für mehr Perspektiven und andere Erfahrungen von anderen Ländern. Und wenn es hier langweilig wird, ja, dass man immer denkt an die
an die Probleme, die wir dann haben in unseren Ländern. So, das ist das, was ich mir wünsche. Danke. Frau Behring, bitte. Wir sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie Herrn Professor Jessen unendlich dankbar, dass Sie sich in unseren Gremien engagieren, hier im Vorstand der Bundesstiftung, aber auch viele andere in den wissenschaftlichen Beiräten. Und ich denke, diese Diskussion, die Sie jetzt nochmal angerissen haben, die sollte auch an der Stelle geführt werden. Das ist nicht Job der BKM, hier irgendwie sich zu positionieren oder Vorgaben zu machen. Das war kurz, ne? Ja, das war sehr kurz. Herr Stöber, Sie haben das letzte Wort. Oh, da sind die Erwartungen jetzt sehr hoch, oder? Ja, also ich würde auch zustimmen, das, was wir da erleben, der Krieg, das ist, hat mit Kommunismus wenig zu tun, das ist nationalistisch, neo-imperialistisch und vielleicht liegt da aber auch die Hoffnung drin, dass es sozusagen nicht der Beginn einer Erzählung ist, sondern vielleicht und hoffentlich der Anfang vom Ende und das bleibt abzuwarten und vielleicht zu wünschen. Meine Damen und Herren, ich denke, das war ein unabgesprochenermaßen. Ein unabgesprochenermaßen, völlig unabgesprochenermaßen perfektes Schlusswort. Ich darf den Damen auf dem Podium, den Herren auf dem Podium ganz herzlich danken für die engagierte Diskussion. Wir haben versucht, diesem Thema wenigstens ein wenig nahe zu kommen. Mehr ist da nicht zu machen. Ich darf ganz herzlich mich erstens bei den 7 Fragestellern bedanken, die unsere Diskussion bereichert haben. Zweitens bei Ihnen allen anderen, die nicht zu Wort gekommen sind, für Ihr großes Interesse. Man sieht ja auch, dass Sie sozusagen mitgegangen sind. Mein letzter und vielleicht nicht größter, aber besonders anhaltender Dank gilt natürlich allen Kolleginnen und Kollegen der Bundesstiftung Aufarbeitung der Technik, dem Hotel, aber eben vor allem der Bundesstiftung Aufarbeitung, die diese wunderbare Institution der Geschichtsmesse ins Leben gerufen haben, wobei ich überhaupt nichts über die Entstehungsgeschichte weiß und damit es auch gar keinen herausheben möchte. Und mit diesen Worten ist es, glaube ich, möglich und richtig, Anna Kaminski, du hast schon eins, das Mikrofon zu übergeben, zu Ihrem Schlusswort. Bitte schön. Einer Blackbox begleitet. Diesmal ist sie eine Bluebox. Ja, aber zuerst, bevor wir zu dieser Box kommen und ihrem geheimnisvollen Inhalt, vielen Dank an Sie alle hier im Saal. Vielen Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Podiums, an die Moderatorinnen und Moderatoren. Und man hat ja, glaube ich, bei dieser Geschichtsmesse gesehen, sie war alles andere als schläfrig oder langweilig, sondern es gab viel Lachen, es gab viel Humor und das trotz der wirklich zugegebenen, sehr, sehr ernsten Themen, die wir hier verhandelt haben, über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und ich glaube, diese Geschichtsmesse gibt es auch her, dass hier so ein paar möglicherweise stehende, fliegende, dauerhafte Formulierungen entstanden sind. Unter anderem, also vor 30 Jahren gab es die Faulenbach-Formel, möglicherweise gibt es jetzt die Jessen-Formel. Ich mache dann mal den Jessen. Also wenn wir schon nichts mit was anderem in die Geschichte eingehen werden, dann vielleicht mit diesen Formulierungen. Und diese Jessen-Formulierung, wie ich sie jetzt mal auch in Anlehnung an Frau Behring gern aufgreifen möchte, zeigt ja das, was wir hier diskutiert haben. Wenn Sie auf Facebook oder Twitter oder irgendwo Ihren Beziehungsstatus angeben, dann können Sie auch schreiben, es ist kompliziert. Also es gibt sowohl als auch, es gibt nicht entweder oder, auch nicht schwarz und weiß, auch nicht gut und böse, schlecht oder was auch immer. Also insofern, lassen Sie uns weiterreden, lassen Sie uns weiter streiten und natürlich gibt es jetzt auch diese wunderbare Herausforderung, die Frank Hoffmann gestern auf dem Podium formuliert hat, als er gesagt hat, ja, wir sitzen hier auf diesem Berg und wie kriegen wir das jetzt 300 Meter nach unten und nicht nur 300 Meter vielleicht nach unten, sondern eben nach Ost, West, Süd und Nord, nach Albanien, nach Georgien, nach Polen, nach Litauen, wo auch immer hin und zwar nicht am deutschen Aufarbeitungswesen soll die Welt genesen, sondern wie kommen wir miteinander ins Gespräch, wie diskutieren wir über unsere unterschiedlichen Ansätze, Erfahrungen, über die großen Erwartungen an uns selbst, von anderen an uns, aber auch die Möglichkeiten, mit denen wir halt nur arbeiten können, weil wir sind in einer Demokratie und die ist, wie Martin Patzelt gestern sagte, ein wunderbarer Gemischtwarenladen
aus dem wir uns alle das rausnehmen, was uns gerade irgendwie passt. Aber Demokratie ist ja nicht nur, dass wir uns bedienen an dem, was wir wollen, sondern dass wir vielleicht auch irgendwas ins Regal zurückstellen. Und da bietet unsere nächste Geschichtsmesse, denn Sie wissen, Aufarbeitung ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Wir fangen immer wieder von vorne an. Na, vielleicht nicht ganz von vorne. Und mit Jonila hatten wir neulich eine Diskussion und da habe ich gesagt, wir in Deutschland sind vielleicht bei Kilometer 12 angekommen. Also wir haben noch ein paar Kilometer vor uns, noch ein paar Jahre vor uns hoffentlich. Vor allem haben wir aber die nächste Geschichtsmesse vor uns im kommenden Jahr vom 29. Februar. Und daran sehen Sie, nächstes Jahr ist ein Schaltjahr. Wir haben also einen 29. Februar und die Messe wird bis 2. März hier wieder in Suhl gehen. Und wir haben natürlich selber schon einige thematische Überlegungen, sind aber auch auf Ihre Vorschläge, Ideen, Anregungen, auch Kritik angewiesen. Und vielleicht um nur zwei Wegmarken zu nennen, die auch im nächsten Jahr Anstöße für die Entwicklung von Podien, von Themen sein können. Wir blicken auf 35 Jahre friedliche Revolution zurück und vor allem blicken wir auch 20 Jahre Osterweiterung der EU zurück, zu der Albanien noch nicht gehört. Ja, auch nicht. Aber trotzdem, die Osterweiterung der EU hat 2004 zum ersten Mal dazu geführt, dass europäisch wahrgenommen wurde, dass es in Europa zwei totalitäre Erfahrungen im 20. Jahrhundert gab. Bis 2004 war die Kommunismuserfahrung, war die doppelte Diktaturerfahrung in den Ländern Mittel- und Ost- und Südeuropas in Europa, aber auch in Deutschland eigentlich nur ein Thema in kleinen Kreisen und vor allem auch im Osten. Und da hatten wir tatsächlich noch die Spaltung entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs. Also ich habe schon gesehen, einige haben sich die Daten notiert. Sie wissen, frühzeitiges Anmelden sichert einen Platz hier oben. Ja, Warnung, bitte jetzt noch nicht anmelden. Ne? Also erst wenn es den Startschuss gibt. Ja, damit bin ich jetzt erstmal auch beim Abschluss hier angekommen und zwar beim Dank. Zuerst mal der Dank an die Firma Blau, die hier dafür gesorgt hat, dass wir uns, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung waren, immer gut verstanden haben. Vielen Dank. Vielen Dank auch an Dong, der hier fotografiert hat und dafür sorgt, dass von dieser Geschichtsmesse auch noch was bleibt. Ne? Und ich verspreche Ihnen, wir machen bei jedem Foto den Beauty-Check. Also die Fotos, wo wir nicht ganz vorteilhaft aussehen, schmeißen wir sofort raus. Die kommen in den Papierkorb, werden dauerhaft gelöscht. Und ich hoffe, dass das Internet so weit ist, dass es das nicht irgendwann wieder ausgräbt. Ne? Oder wer auch immer, nicht das Internet. Also Sie wissen schon, was ich meine. Ne? Ja, dann der Dank, Sven Felix Kellerhoff hat es schon gesagt, natürlich an das Hotel, an Herrn Karnig und Herrn König stellvertretend für ihre Teams, die hier hinter den Kulissen immer dafür gesorgt haben, dass erstens unsere schmutzigen Gläser wegkamen, dass immer die Getränke auf dem Tisch standen, dass wir essen konnten, sogar mit einer veganen Variante. Also ich hoffe, das ist bemerkt worden, dass die Küche sich wirklich auch auf die unterschiedlichen Bedürfnisse eingestellt hat. Nochmal großer Dank an alle, an Sie hier im Saal und dann aber, Ihnen ist völlig klar, diese Geschichtsmesse ist ein Gemeinschaftswerk der Bundesstiftung Aufarbeitung. Da sind alle Arbeitsbereiche eingebunden und einige haben Sie ja auch schon in Aktion erlebt, den stellvertretenden Direktor Dr. Robert Grünbaum, Amelie zu Eulenburg, die den Arbeitsbereich Opfer und Gedenken verantwortet, Christine Schönmakers, die bei uns die integrative und interkulturelle Bildungsarbeit betreut, Katharina Hochmuth mit ihrem Team der Bildungsarbeit, sie konnte dies Jahr leider krankheitsbedingt nicht hier sein, Franziska Kuschel, die mit den Stipendiatinnen und Stipendiaten unserer Stiftung parallel teilweise getagt hat, aber auch mit hier vorhanden, also präsent war, nicht vorhanden war, also was ist denn das für eine Formulierung? Ja, ich hoffe, ich habe alle. Nee, Uli Mehlert, der bei uns die Jahresausstellung und die Kommunismusgeschichte verantwortet. Aber Sie wissen alle, es gibt ein ganz besonderes Team, was diese Geschichtsmesse auf die Beine stellt, über lange Monate ganz alleine das macht, und zwar Frau Dr. Kuder mit
mit ihrem Kollegen Michael Wellmann. Die beiden sind nicht nur das Gehirn, naja, ein Teil des Gehirns der Geschichtsmesse, weil wir sind sozusagen ja eine Schwarmintelligenz hier, sondern sie sind vor allem auch das Herz der Geschichtsmesse. Und um sie herum gibt es ein wunderbares, und das haben Sie auch gesehen, nicht nur unser Publikum hat sich deutlich verjüngt, sondern auch unsere Stiftung hat sich deutlich verjüngt, nämlich durch wirklich einen wunderbaren Stab von jungen, jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die jetzt auch hier zum großen Teil im Saal sind. Da haben wir Maren Perschke, Clara Marz, wir haben Iris Bauer, ich muss mal gucken, wo alle hier irgendwo sind. Wir haben Nele Wieting, wir haben Franziska Kirst, Jenny Baumann, wir haben Rigo Höpfenmüller, Henriette Hartung, Lena Schallobers, Lydia Thieme und Juliane Hoheisel und last but not least, Alena Schmidt. Und Sie sehen, wir müssen uns um die Zukunft weder der Stiftung noch der Aufarbeitung wirklich ernsthaft Sorgen machen. Ja? Das ist ein wunderbares Team und mit tollen Ideen. Und auch wenn Slido diesmal nicht geklappt hat, Sven, und weißt du, ich bin so froh, ich habe einen Vorteil vor dir, ich weiß inzwischen, was Slido ist. Aber nur dank der jungen Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt... ich muss mal das Mikro kurz weglegen. Ich hoffe, Sie hören mich trotzdem. Die Überraschungsbox, wie jedes Jahr. Fürs Team. Danke sehr. Ja, also die Nervennahrung, die man braucht, um nicht nur Geschichtsmesse vorzubereiten, hier durchzustehen, sondern auch am Ende mit einem Zuckerschock nach Berlin zurückzufahren und zu sagen, uff. Oh.